naar Sander Kleins. Waar we erin gaan komen met de opkomst van de Italiaanse ploeg Lampre ISD. En dat is de ploeg van oud-winnaar. De Family Vogels op Lionbaan. En Leon Piet erbij. Show de nieuwe books. En dames en heren, maak een applaus voor... Komt en dan gaan de beste die laatste kilometer omhoog met het stijgingspercentage van... Max 12%. Blok van alle, geen echt uitgesproken favoriet. Kijkje nemen. Ik kan u alvast vertellen dat hier in deze kopgroep drie Belgen zitten. Delfos, Kaathoven en de jonge Lietaar. Zijn er ook nog bij Bardet, Bilbao, dat is dat oranje mannetje van Euskaltel, Pinot van FDJ. Dan hebben we de twee mannen van Garmin Barracuda, Raymond Kreder en Alex Huis, die ook al heel goed op dreef was in de Brabantse pijl.
Stortoni is die man van Lambre, daar wat verderop in dit groepje. En nog eens die Belgennamen. Je ziet ook Bardet hier van AG Desert, dit is hem. En de Belgennamen nog eens opnieuw zeggen. Steven Kaatoven, man met ervaring. Dat is die jongen in het oranje shirt. En dan hebben we Sébastien Delfos voor Landbouwkrediet. Euphonie in het groene shirt. En Lietaar van Topsport Vlaanderen. Mercator Elliot. Jong en getalenteerd, zo heet dat. Dat is Lietaar, Tino. Hey. Ringen zoek je de Alex Gauws. Dat is wat? Dat is de hoes, hè? Die... Ja, die is erbij, dat eerste. Dat is het lieve Garmin. Stortoni, als je nog hard, heb je gezien? Nee, het komt wel af, het is wel stop. Hier is slecht. Van de broek hier dus, Chavanel. Van de bot. Sergio Polino. Koeman is hier ook hier. Ja, kop, 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 ja, kop
daar zien ze weer. Daar. Ja, daar. Ah, kijk hoe dat ze genieten. Dat is genieten. Niet bijgekomen of zo. Ja? Daar is dat vakken, die BMC, die hebben ze op koppen. Kwamen vanochtend toen zei hij, dit is niet lekker koers weer. Nee, het was... En nu wappert alles. Ja, het is nat, koud, onder de 10 graden. En dat betekent... Dat is Kit Seattle. Zijn nog hier van... Naast Kovrijks. Zullen we weg, man, hier? Dik 11 kilometer. Dat is een end, dus dat moet allemaal dicht. En we zagen net al beelden, niet live, maar... Ja, we gaan dingen van dicht. Dat is typisch ook Amstel Gold Race. Ja, en dan met die koude benen. Ik kan me voorstellen dat daar jongens last van hebben. Rij jij graag in de kou, Mike? Ja, zeker in een eendagskoers vond ik het geen probleem. Ook in de Amstel, wat Maarten zegt, dat klopt ook. En ja, dan kon je daar ook je voordeel uit halen door heel erg van voren te koersen. Wat je ook hebt in de Amstel, het wegdekken. Daar kom je altijd als het regent iets van een kleilaagje op de weg te leggen. Wat je remblokken heel snel doet slijten, wat je ketting heel snel doet droog maken. Dus ja, het is allemaal heel slecht, het wordt glad. Dus ja, dit weer is echt, ik denk zeker voor de Spanjaarden dat die hier niet heel blij mee zijn. En, ja, dat wel eens in de voordeel van de Hollanders kan zijn. Minuten voorsprong voor deze mensen. In het peloton daarachter. Een heleboel mensen nog samen. We hebben niet te veel meegemaakt onderweg. Het loopt zoals het loopt. Renners maken de koers. En ze hebben besloten dat het vandaag gaat zoals het nu gaat. Dat groepje wordt gedoogd. En iedereen anders blijft in het peloton. Zoals soms lossen er wat...
feeling heb om, ja. Om het te doen. Een vet peloton op het ogenblik. Barrage, zie ik op een groepje. Ja. Er is toch wind hoor, jongens. Ik zie dat peloton ook links naar die weg geduwd wordt. Laten we even kijken. Joris, zit jij achter dit kleine groepje wat wij nu in beeld hebben van een man of 20? Ik zit daar achter, Mart, en er zit een interessante naam in. En dan heb ik het niet over Stefan van Dijk, Albert Timmer of Roy Cuffers. Maar daar zit Cadel Evans en die is er gewoon afgereden. Okay. Klink klaar hier in de, op de vlakte. Het is een gat van een meter of 200 en ze kijken elkaar een beetje aan. Niemand wil het voorlopig gaan dichten. Dit groepje dus gelost. Cadel Evans als man met grootste naam. En nu ziet het gat. Dit is het gat. Hij gaat ook niet mee oversteken, zoals je ziet. Maar feit is wel dat er nu een heleboel mensen zo langzaam aan het eind van hun bobbeentje zijn. En als je hier rijdt, dan kan je het verder vergeten. Nummer 3. Cadel Evans, wereldkampioen, toerwinnaar. Veel wind is het niet. Windkracht 4, rechts. En dan toch waai je eraf naar 176 kilometer. Hij weet zich ook bespied. Hij vindt dit ook niet prettig. Kijk, die cameraman van ons, die gaat nu naast hem zitten en hij weet... afdaling zo te zien. Dan moet je nagaan, hè? Dan heb je het over een klim, dan moet er eerst nog afgedaald worden. Die klim. Hey. Ja. 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 Recht herzlich willkommen an dieser Stelle bei Eurosport. Herzlich willkommen heißen Sie Jean-Claude Leclerc und Carsten Miegels heute zur 47. Austragung des Amstel Gold Rennen. Wir haben in den letzten Tagen die Flandern-Rundfahrt Paris-Roubaix am letzten Sonntag erlebt. Das waren schon hochklassige Rennen. Das waren die Rennen mit dem Kopfsteinpflaster, mit den Hellingen und mit den schweren Passagen. Ganz egal, wie man das Ganze auch nehmen möchte. Und heute sind wir also beim Amstel Gold Race, das seit 1966 ausgetragen wird. Damit einer der jüngsten Klassiker, die es im internationalen Kalender des Radsports gibt. Und wir blicken gerade auf das große Hauptfeld, das aktuell einen Rückstand von gut 5 Minuten hat auf eine Spitzengruppe, die wir nachher wieder sehen werden. Und sie sind jetzt momentan hier bei der zweiten Passage am berühmten Kauberg nach 181,5 Kilometern. Das bedeutet, wir haben jetzt noch 75 Kilometer bis zum Ende des Amstel Gold Rennen, das im letzten Jahr von Philippe Gilbert gewonnen wurde aus Belgien, der dort unten in diesem Fahrerfeld gerade zu sehen war, der aktuelle belgische Meister. Und Philippe Gilbert hat dieses Rennen auch 2010 zu seinen Gunsten entscheiden können. Das ist das große Hauptfeld. Die Spitzengruppe also mit einem Vorsprung jetzt ein bisschen schmaler geworden ist als bei der letzten Zeitmessung, die uns vorliegt. Die großen Mannschaften haben ihre Leute eingespannt, zum Beispiel Kiat. Katjuscha, BMC führen das Feld an, versuchen den Abstand zu reduzieren, denn die Gruppe vorne, die ist gut unterwegs. Es ist schwierig, auf diesem verwinkelten Parcours eine Verfolgung zu organisieren. Vorne verstehen sie sich gut und darum
müssen die da ganz schwer arbeiten, um die Lücke zu schließen. Also sind sie erst einmal in der Verpflegungszone. Dort rechts die Teamfahrzeuge, die direkt nach dem Start heute Vormittag kurz nach 10 Uhr in Maastricht den Weg hierher gefunden haben. Sind ja nur ein paar Kilometer zwischen Maastricht, dieser wunderschönen Stadt, direkt an der Maas gelegen, und dem Austragungsort der Weltmeisterschaft, denn 2012 zum wiederholten Mal, man kann sagen zum fünften Mal bereits, werden hier im September die Straßenweltmeisterschaften an diesen, man kann auch sagen, berühmten Kauberg ausgetragen. Denn das ist wirklich der Knaller, dieser Berg. Darüber werden wir nachher noch sprechen können. Jean-Claude, vielleicht mal, bevor wir gleich ans Eingemachte gehen, über die Mannschaften, über die Rennfahrer sprechen werden. Worin besteht der Unterschied? Ich habe es ja gesagt, Kopfsteinpflaster Hellingen, aber der wirkliche Unterschied für euch Rennfahrer zwischen diesen Rennen, Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix und jetzt mit diesen sogenannten wallonischen Klassikern. Am Mittwoch haben wir den Blesch Wallon im Programm und heute in einer Woche der Lüttich-Bastogne-Lüttich. Das ist schon eine grundlegende andere Art, Rennen zu fahren, und es sind auch andere Rennfahrer, die vorne sein können. Vergessen wir nicht, dass es aber Rennfahrer gibt, die Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix und jetzt auch beim Amstel dabei sind, zum Beispiel Michi Scher, der Schweizer, dann auch Martin Elmiger ist Paris-Roubaix und fährt jetzt dieses Rennen, Johann van Zümmeren zum Beispiel, es sind sehr komplette Fahrer, Luca Paulini, das sind alles Fahrer, auch Boasson Hagen, Matthew Heyman, die eigentlich so komplett sind, dass sie derart grundverschiedene Rennen fahren können. Hier beim Amstel, welches das erste Ardennen-Klassiker-Weekend einläutet, sind eher gute Bergfahrer, Puncher wie Valverde, wie Joachim Rodriguez, die vorne mit dabei sind. Darum wechseln eigentlich diese Abteilungen. Hier die Verpflegung, immer eine heikle Zone. Und wir werden auch hier am Kauberg eine ganz verschiedene Ankunft haben, weil die letzte Rampe, die ist doch recht anspruchsvoll. Und hier sehen wir, wie die Verpflegung dann genommen wird. Fabian Wegmann war das gerade, den wir dort sehen konnten, mit der Startnummer 58. Der Münsteraner, der seit vielen Jahren in Freiburg zu Hause ist, sich über die Baskenland-Rundfahrt vorbereitet hat und sagte, seine Form ist auch nicht so schlecht. Hat er bei der Baskenland-Rundfahrt einen dritten oder einen achten Etappenplatz herausfahren können. Sagt aber auch, diese Berge dort machen mir immer wieder Schwierigkeiten, und er hofft, hier unter die besten 10 kommen zu können. Da haben wir Luca Paulini, von dem ich gesprochen habe. Ein richtig kompletter Fahrer, der überall zu Hause ist, der überall Spitzenresultate einfahren kann. Ganz hinten im Feld, das sollte er korrigieren, denn hier auf diesen verwinkelten Straßen, wenn es dann zu Aufsplitterung des Feldes kommt, ist man relativ schnell hinten. Das ist Cadel Evans vor einigen Minuten passiert, bevor diese Live-Übertragung angefangen hat, und wir haben nicht gesehen, ob er wieder reingekommen ist oder nicht. So, damit setzt man die Spitzengruppe im Bild. 9 Fahrer, die sich nach gut 39 Kilometern absetzen konnten. Da hatten die Rennfahrer schon die erste Steigung hinter sich gebracht. Wir haben hier am Ende im Teamtrikot von Topsport Flandern Elliot Littéar aus Belgien. Da geht es natürlich jetzt schnell nach vorne. Also wir haben mit dabei mal ganz kurz die Namen, die wir erwähnen sollten, bevor wir gleich in die erste kurze Werbepause gehen. Romain Bardet aus Frankreich im Teamtrikot von Argie Désert. Pello Bilbao aus dem Baskenland haben wir mit dabei. Cédric Pinot aus Frankreich. Dann Raymond Greda aus den Niederlanden. Der einzige Niederländer in dieser Spitzengruppe. Dann seine Teamkollege Alex Haus aus den Vereinigten Staaten. Simone Stortoni aus Italien. Steven Kethoven, Sebastian Del Foss. Und wie gesagt, Dan Littéar aus Belgien. Das ist die Spitzengruppe, die sich maximal ein. So, da sind wir wieder zurück beim Amstel Gold Rennen der 47. Austragung. Und ich hatte ja gerade über die favorisierten Mannschaften gesprochen bei diesem Amstel Gold Rennen. Und in dieser kurzen Werbepause hat mir Jean-Claude Leclerc so ein bisschen einen leichten Seitenhieb verpasst und sagte: Bist du sicher, dass BMC zu den favorisierten Mannschaften gehört? Warum? Glaubst du jetzt durch die Tatsache, dass Cadel Evans hier zurückgefallen ist, dass sie da keine zweite Speerspitze haben? Ja, mit Greg Van Avermaet haben sie natürlich einen Mann mit dabei, der durchaus für ein positives Resultat sorgen könnte. Aber die BMC-Mannschaft hat zum Beispiel letzte Woche bei Paris-Roubaix zu Beginn das Rennen wirklich in die Hand genommen, und dass es schnell wurde, hat man dann eine Korrektur anbringen müssen. Ballern
hat die Lücke offen gelassen, dass Niki Terpstra und auch Tom Bohnen dann schlussendlich wegfahren konnten. Und es ist immer schwierig, wenn man so präsent ist und das Rennen so in die Hand nimmt, dann wissen alle anderen, es ist okay, die BMC wird dann schon irgendwann mal schauen. Und es gab in der Vergangenheit immer wieder solche Sportgruppen, die das praktizierten. Und wenn dann die Zeit gekommen war, als sie dieses Rennen oder diese Rennen nicht mehr tragen wollten, dann gab es immer so komische Rennsituationen. Und wenn man sich aus der Sicht zum Beispiel von Tom Bohnen in den letzten Rennen so verhalten hat, dann hatte das einen Grund. Man muss einfach schauen, dass man nicht zu präsent ist. Gut, im Moment machen sie es nur mit Manuel Quinciato und sie haben auch Alliierte gefunden, weil Angel Vicioso, den wir hier vorne sehen, und auch Laurent Didier aus der Radio Shack Mannschaft sich daran beteiligen. Aber wie gesagt, auftreten vorne und wirklich Macht zu demonstrieren, ist nicht immer die ideale Lösung. Du hast es schon während Paris-Roubaix angesprochen, das ist ein Machtgehabe, als wir dort die Situation zwischen Filippo Pozzato und seinem Landsmann Alessandro Ballan sehen konnten, als Tom Bohnen sich dort zunächst mal mit seinem Teamkollegen Niki Terpstra aus dem Staub gemacht hat, später dann allein. Also hier jetzt nochmal die aktuelle Spitzengruppe, 4 Minuten 15 der aktuelle Vorsprung, 66 Kilometer sind es noch bis zum Ende des Amstel-Gold-Rennen. Und wir kommen gleich zur nächsten Steigung. Das wird dann sein der Bemeler Berg. Einmal wird er in diesem Jahr gefahren. Andere zum Beispiel wie der Wolfsberg, der Lohrberg oder auch der Gulpenberg. Die sind zweimal im Programm beim Amstel-Gold-Rennen. Und das ist der Blick auf Maastricht. Dort wurde also heute Vormittag das Rennen gestartet. Kurz nach 10 Uhr ging es dann los. Und die Witterungsverhältnisse heute Morgen, die waren ja nicht gerade die besten. Ja, es war wirklich recht kühl. Es waren 6 Grad am Start und es begann dann immer wieder zu regnen. Das hatte zur Folge, dass dann sehr viele Rennfahrer wieder zurück zum Mannschaftswagen gegangen sind, bevor der offizielle Start dann gegeben wurde. Und dann haben sie sich noch schnell umgezogen. Vielleicht werden wir Zeit haben, dieses Thema noch anzuschneiden. Hier haben wir eine typische Szene gesehen für das Amstel Gold Race. In Holland gibt es unheimlich viele Verkehrssicherheitsmaßnahmen und alles, was zur Verkehrssicherheit dient in normalen Zeiten, ist für die Rennfahrer eine Gefahr. Da war jetzt eine typische Situation bei dieser Richtungsänderung, wo vielleicht der eine oder andere die ideale Fahrt vorausgesehen hat und einen anderen Weg eingeschlagen hat. Wenn wir solche Bilder sehen, dann hoffen wir in erster Linie, dass keiner der Teilnehmer hier zu Fall kommt. Dann denken wir auch irgendwie ruckzuck wieder an Frank Schleck, der heute übrigens seinen 32. Geburtstag feiert. An dieser Stelle recht herzlichen Glückwunsch für den Sportler dort unten im großen Fahrerfeld. Denn Frank Schleck war ja hier beim Amstel-Gold-Rennen 2009 schwer gestürzt. Auch aufgrund solcher künstlichen Hindernisse, die dort irgendwann mal mitten auf der Straße zu sehen sind. Hier auf dieser breiten, ortsverbindenden Fahrbahn kein Problem. Aber sobald sie dann in die Ortschaften kommen, da wird es eben enger. Hier der Blick hinter das Feld, eine Möglichkeit, den sportlichen Leiter zu rufen, irgendwie Kleider abzugeben oder etwas zu fassen. Die meisten Rennfahrer entledigen sich jetzt dieser wärmenden Kleidung, die Beinstulpen, die Armstulpen, die sie eben beim Start noch gefasst haben, auch die Gilets haben sie abgezogen, denn im Finale muss man einfach wirklich nicht zu warm haben, sonst kann man nicht schnell fahren. Man darf aber auch nicht frieren, also die ideale Körpertemperatur ist eine Voraussetzung, um ein gutes Resultat zu fahren. Und das ist natürlich individuell verschieden. Es gibt Rennfahrer, die frieren nicht so schnell, die sind relativ wetterresistent. Und es gibt andere, die frieren dann sehr, sehr schnell. Die müssen dann schauen, dass sie eben etwas mehr anhaben. Rob Ruijk haben wir hier aus den Niederlanden vom Team Vacansoleil. Wir haben vorhin schon seinen Teamkollegen Johnny Hucheland dort sehen können. Auch Matteo Carrara aus Italien gehört zur niederländischen Mannschaft. Und diese niederländischen Mannschaften, insbesondere das Team Rabobank in den orangefarbenen Trikots, die stehen ja bei diesem Rennen immer nicht nur unter besonderer Beobachtung, was die Zuschauer betrifft, sondern auch unter ganz besonderem Druck. Ja, das ist ein großer Druck, denn wir haben gesagt, die Weltmeisterschaften haben schon sehr oft hier in Waldenburg stattgefunden und für die Rabobank ist dieses einzige holländische Weltcuprennen, früher war es Weltcup,
Und heute ist es World Tour, ein großes Rennen. Für die ist das die Weltmeisterschaften. Die können sich hier keine Blöße leisten. Und wie gesagt, es ist nicht nur von der Rennfahrerseite her, sondern auch alle Gäste, alle Geschäftsverbindungen werden eingeladen. Die füllen da einige Hotels. Die Ex-Profis, die Renommierten, die fahren dann die Gäste an diese verschiedenen Punkte. Und es ist wirklich für Rabobank eine logistische Meisterleistung, die sie an diesem Wochenende leisten müssen. Erik Dekker aus den Niederlanden, das ist der letzte Profi dieser niederländischen Mannschaft, der dieses Rennen hier, das Amstel Gold Rennen im Jahr 2001 gewinnen konnte. Michael Burchardt hat 1999 das Rennen für sich entschieden und Bestplatzierter im letzten Jahr war Oscar Freire als Sechster, der allerdings hier am Start ist. Für die Zuschauer, die sich nicht ganz so gut im Radsport auskennen, sei hier gesagt, dass der dreimalige Weltmeister Oscar Freire im Trikot von Katjuscha am Start ist, mit einem weiteren Favoriten, nämlich mit Joaquim Rodriguez aus Barcelona. Er ist ja Katalane und das lässt er auch immer wieder ganz klar und deutlich nach außen drücken. Ja, wir haben von den favorisierten Mannschaften gesprochen und die absolute Top-Mannschaft aus meiner Sicht ist die Movistar-Mannschaft von Alejandro Valverde und dem italienischen Meister Visconti, und die übernehmen überhaupt keine Verantwortung. Und man kann sagen, es läuft im Moment wirklich für diese spanische Movistar-Mannschaft. Bei der ganz schweren Baskenland-Rundfahrt haben sie in einer Etappe die in den ersten fünf vier Rennfahrer platziert. Und da kann man sehen. So, kurze Pause und damit kommen wir zurück zum Amstel Gold Rennen. 61 Kilometer sind es noch. Vorsprung für die Spitzengruppe wieder etwas kleiner geworden. Wir haben Simone Stortoni an der Spitze im Teamtrikot der italienischen Mannschaft Lampre. Zwischen dem 15. und 22. September werden hier in Falkenburg erneut die Straßenweltmeisterschaften ausgerichtet. Maastricht wird bei den Berufsradfahrern dann der Startort sein. Und hier haben wir mal Romain Bardet ganz vorne an der Spitze. Ihn hatte ich vorhin noch kurz erwähnt, als wir dann in die Werbepause gingen. Ein sehr junger französischer Rennfahrer, 21 Jahre ist er alt. Aber der hat schon einiges auf seiner Liste, was seine Erfolgsbilanz bei den Nachwuchsklassen betrifft. Sei es jetzt bei den Junioren oder auch in der Klasse U23. Er ist Neoprofi und vielleicht könnte das mal ganz großer werden, gerade auch für solche Rennen. Ja, also die ersten Schritte in diese Richtung hat er ja bereits gemacht. Denn er hat zum Beispiel bei der Tour de l'Avenir die zweite Etappe gewonnen. War bester Sprinter der Tour de l'Avenir. Dann wurde er Zweiter von Lüttich, Baston Lüttich in der Espoir-Kategorie. Dann war er zum Beispiel auch Sechster der Friaul-Rundfahrt. Also alles Top-Resultate und er hat auch die Figur dazu. Er ist 1,84 Meter groß, 65 Kilo leicht, du hast es gesagt. 21 Jahre jung, er kommt aus der Auvergne, er ist in der Haute-Loire geboren, in Brioude. Und wenn man als Neoprofi sich es leisten kann, da vorne mitzufahren, dann muss man sagen, dass der Mann wirklich motiviert ist, natürlich klar. Aber man muss es auch umsetzen können und das tut er und das bemerken natürlich die sportlichen Leiter. Was ich gerade auch gesehen habe, die Zuschauer sicherlich auch verfolgen konnten, dass Bardet, dort im weißen Trikot, ist er gerade wieder etwas nach vorne gefahren. Schauen wir erstmal auf Peter Sagan, der jetzt von seinem Teamkollegen Daniele Ratto wieder nach vorne gebracht wird. Ist vielleicht auch nicht hundertprozentig fit, Peter Sagan, hier mit der Startnummer 98. Denn am letzten Mittwoch gab es den Pfeil von Brabant. Bei schlechten Witterungsverhältnissen, es hat dort sehr stark geregnet, zwischenzeitlich der Mühle aufgehört. Und Peter Sagan, er war dort in einer Abfahrt, in einer langgezogenen Linkskurve gestürzt und schlitterte an den Randstein und hat sich dort auch am Knie verletzt. Vielleicht laboriert er jetzt noch ein bisschen an diesen Verletzungen. Wenn alles okay ist, Jean-Claude, muss man auch sagen, dass er einer der Favoriten sein könnte. Ja, durchaus. Aber der Peter Sagan ist ein zäher Bursche. Das ist einer wirklich, der aus Hartholz geschnitzt ist. Und ich glaube nicht, dass er sich da lange aufhält an solchen Problemchen. Auch die Art, wie er Rennen fährt, ist immer wirklich magistral. Und wenn er im Finale dabei ist, dann ist mit ihm immer zu rechnen. Allerdings, diese Rampe ist doch relativ steil. Da würde ich vielleicht einem Rodriguez, einem Valverde, einem Visconti einen kleinen Vorteil lassen. Aber das ist auf dem Papier. Nach so vielen Rennkilometern kann es anders aussehen. Du hast gerade steil gesagt, was diesen Kauberg hier betrifft. Das Ding ist 1200 Meter lang, wenn man es bis ganz nach oben misst.
Heute sind es, ja, sagen wir mal, 800 Meter ungefähr, aber im Schnitt 5,8% steil. Ich wollte noch was zum Franzosen Romain Bardet sagen, der in der Spitzengruppe fuhr, als sie vorhin diese Welle passierten. Da ist er nach vorne gefahren zum Italiener Storptoni und hat quasi hier mit der Hand immer wieder angedeutet, Tempo reduzieren, nicht zu schnell fahren. Ja, das bedeutet, dass die Gruppe nicht auseinandergerissen werden soll. 59 Kilometer vor dem Ziel, 3 Minuten 57, das ist ein gutes Polster. Und wir sehen, dass hinten nicht bei allen die Alarmglocken läuten. Das ist, heißt, es sind drei Helfer aus drei verschiedenen Mannschaften, die dieses Loch zufahren müssen. Gut, sie haben noch ein bisschen Zeit und das Finale ist noch nicht eingeläutet, denn ich glaube, es wird dann so richtig losgehen beim 24. Hügel beim Wolfsberg, rund 41 Kilometer vor dem Ziel. Hier sehen wir Philippe Gilbert, den belgischen Meister. Aber der junge Franzose hat das ganz klar angezeigt. Wenn sie wirklich über die Runden kommen möchten, dann müssen sie zusammenbleiben, möglichst effizient arbeiten. Und solange das alle tun, dann glaube ich, gibt es keinen Grund, diese Gruppe auseinanderreißen zu wollen. Also Philippe Gilbert, Michi Scheer, direkt vor ihm, dann mit der 7, das ist Mauro Santaproci. Dahinter von Cadel Evans sehen wir heute sicherlich nichts mehr. Er ist vorhin zurückgefallen. Er hat nach seinem Sieg beim Criterium International Ende März auch kein Rennen mehr bestritten, war ja in Lugano mit dabei, hat auch, schnell Tirreno Adriatico bestritten, dann eben dort zwei Rennen gewonnen. Und diese beiden Siege des Tour de France-Siegers des vergangenen Jahres sind auch damit die einzigen Siege für die Mannschaft BMC aus der Schweiz. Zwei dritte Plätze alleine durch Alessandro Ballan bei der Flandern-Rundfahrt und auch bei Paris-Roubaix sind natürlich hervorragende Ergebnisse. Greg van Avermaet wollen wir nicht vergessen, der auch noch mit zu den Besten gehörte. Aber eben ein Sieg bei einem solchen klassischen Eintagesrennen, der fehlt noch. Und ich kann mir an die Diskussionen im letzten Jahr erinnern, als man immer wieder gesagt hat, Mensch, da wird eine so teure und super starke Mannschaft zusammengekauft. Aber unterm Strich ist bis jetzt noch nicht das ganz Große dabei herausgekommen, dass sich vielleicht viele Fans im letzten Jahr auch von diesem amerikanischen Team erhofft haben. Ja, du sagst bis jetzt und das hoffen natürlich die BMC-Verantwortlichen sicherlich auch. Denn wenn man Rennfahrer verpflichtet wie Philippe Gilbert, wie Thor Hüschhoff, wie TJ Van Garderen, Marco Pinotti und Steven Cummings, das sind alles Rennfahrer, die erstens sehr viel Geld kosten und dann auch für Resultate sorgen müssen. Zu Beginn dieser Saison hat es wohl nicht ganz funktioniert und es war Cadel Evans höchstpersönlich, der die Siege einfahren musste. Gut, du hast es gesagt, Ballan hat natürlich gute Vorstellungen abgegeben in diesen Klassikern, aber für das Real Madrid des Radsports reicht es vielleicht eben noch nicht ganz. So, da sind wir wieder ganz vorne bei der Spitzengruppe Delfos. Dort hinten die beiden Garmin Barracuda Profis. Also zum einen Raimon Kreda und Alex Haus aus Colorado. Das ist jetzt wieder hier im weißen Trikot Romain Bardet aus Frankreich. Ja, auch die Tatsache zum Beispiel, dass man keinen Mann mitgeschickt hat aus BMC-Sicht. Jetzt, wenn wir diesen Fall noch weiter ausbreiten wollen, ist es sicher auch so, zum Beispiel, dass Michi Scheer bei Paris-Roubaix vorne war und nicht fahren durfte, weil zu diesem Zeitpunkt laut Aussagen des Teams Thor Hüschhoff gestürzt war. Okay, das sind natürlich Situationen, Momentaufnahmen, wo eine Entscheidung fällig ist. Aber vielleicht müsste man ja auch mit einer solchen Taktik sich befassen, dass man mal Leute in die Offensive schickt, wie jetzt zum Beispiel Garmin Barracuda. Sie ist mit zwei Rennfahrern vorne vertreten. Das ist natürlich eine komfortable Situation, wenn man vorne vertreten ist und in einem Notfall immer noch einen zurückpfeifen könnte. Ja, vor allem der US-Amerikaner, der jetzt gerade dort rechts rausfährt, hat eine tolle Form. Sechster am letzten Mittwoch beim Pfeil von Brabant, das Rennen des Jahr von Thomas Vöckler aus Frankreich, gewonnen. So, wir sind wieder zurück beim Amstel-Gold-Rennen. Die 31 Steigungen, die heute auf dem Weg zwischen Maastricht und Falkenburg, dem Kauberg, zu bewältigen sind, nehmen
langsam eine etwas andere Gestalt an. Wir haben hier unten das große Hauptfeld, Vorsprung für die Spitzengruppe, immer noch 3 Minuten und 37. Sie werden, wenn man das so sehen möchte, für die Rennfahrer etwas schwerer. Diese Steigungen, die sind nicht so super lang, wie man das eben auch von einigen Pässen, wie zum letzten bei der Baskenland-Rundfahrt erkennt, oder ab dem kommenden Dienstag beim Giro del Trentino, der am Dienstag, ab dem Dienstag täglich live auf Eurosport gezeigt wird mit Jean-Claude Leclerc und Gerhard Leinauer. Aber die Dinge haben es in sich. Matti Breschel aus Dänemark, auch einer der Klassiker-Spezialisten im Teamtrikot von Rabobank. Da steht allerdings nicht ganz oben auf der Liste der Favoriten der Teamkapitäne beim niederländischen Team. Ja, das niederländische Team, die keinen absoluten Siegfahren mehr hat. Stau im Feld drin. Sturz. Ja, das war jetzt schön aufgenommen. Da sieht man, was passiert, wenn es zu einem Sturz kommt oder einem technischen Defekt, wenn die Kette rausfällt, was da jetzt der Fall ist. Ja, und das ist natürlich jetzt bitter, wenn Jürgen van den Broek hier mit der 106 zu Fall gekommen ist. Das ist einer der Kapitäne im Teamtrikot von Lotto Belisol. Jürgen van den Broek und Jelle van Endert. André Greipel und auch Marcel Sieberg sind bei diesem Rennen nicht am Start. So, jetzt dauert das Ganze ein bisschen länger. Der Mechaniker ist da, aber Jürgen van den Broek sieht es relativ gelassen. Hat einen sehr guten Saisonstart gehabt bei der Algarve-Rundfahrt. War dort auch vor allem mit seiner Leistung im Einzelzeitfahren zufrieden. Schauen Sie, wie schmal das hier ist, wo überall die Fahrzeuge stehen. Und da können solche Situationen natürlich sehr schnell vorkommen, dass es plötzlich einen Sturz gibt. Ja, durchaus. Wir haben gesehen, bei der Flandern-Rundfahrt, wo es sehr breit war, ist es zu Stürzen gekommen. Und da ist es natürlich schon am Limit. Wenn man hier die Autos parkieren lässt, da ist praktisch nur noch ein Fahrstreifen frei. Und die Straßen sind ja hier nicht so breit, dass man sich das leisten könnte. Ja, warum schafft es die Organisation auf der anderen Seite dann nicht, diese Fahrzeuge irgendwie wegzubringen, das gar nicht dorthin fahren zu lassen? Ja, das kann man sich wirklich fragen. Vor allem auch, wenn zum Beispiel aus einem Sturz heraus ein Rennfahrer gegen so ein Auto prallt, dann kann das böse Folgen haben, die vielleicht eliminiert werden könnten, wenn man den Zugang hier strikte versperren würde. Also Jürgen van den Broek hier an letzter Position. Apropos Auto, denke ich auch wieder an Toni Martin. Ja, Toni Martin, der einen Trainingsunfall hatte, der doch schwer verletzt wurde und der ein weiterer krank gemeldeter oder verunfallter der Omega Pharma Lotto Mannschaft ist. Levi Leipheimer hat ja ebenfalls Sturzverletzungen. Tom Boonen hat sich zurückgezogen und das bedeutet natürlich eine klare Schwächung dieser Mannschaft. Sylvain Chavanel und Niki Terpstra werden für das Resultat sorgen müssen. Da könnte man schon fast davon ausgehen, dass es absichtlich gemacht wird, oder? Lieber Leipheimer und Toni Martin immer im Training von irgendwelchen Autos angefahren. Ja, du hast aber krumme Gedanken, du. Nee, also. Das ist ja heftig. Aber was man bemerkt, ist, dass es immer mehr Trainingsunfälle gibt. Und das ist sicherlich ein Zeichen, dass diese Profis, die sehr, sehr gut Radfahren können, in diesem dichten Verkehr doch sehr exponiert sind. Früher hörte man doch relativ selten von Trainingsunfällen, von so großen Rennfahrern, die sich beim Training verletzt haben. In der letzten Zeit gab es ja auch Tote, es sind ja Rennfahrer zu Tode gefahren worden aufgrund von Verkehrsunfällen. Und da ist doch meiner Meinung nach ein klares Anzeichen dafür, dass es wirklich Rücksicht braucht. Ein Radfahrer ist nicht geschützt und da sind die Automobilisten, liebe Automobilisten, gefordert, dass sie auf diese Rennfahrer und auf alle anderen zweirädigen Verkehrsteilnehmer Rücksicht nehmen. So, die steigen aus, haben sich gerade also hier vom Rennen verabschiedet. Das war Matti Breschel, der links rausgefahren ist im Teamtrikot von Rabobank. Also er hat das Rennen vorzeitig beendet. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei Toni Martin an dieser Stelle. Wenn er das Amstel Gold Race verfolgen sollte, gehen wir einfach mal davon aus. Alles Gute, gute Besserung und vor allem möglichst schnell dann wieder die Möglichkeit, bei den Rennen dabei sein zu können. Denn seine Vorbereitung auf die Tour de France, auch auf die Olympischen Spiele, die ist ja dadurch erst einmal beeinträchtigt. Wird diese Beeinträchtigung denn auch so stark sein? Er hat ja keine Brüche, das heißt keine Brüche, die operativ behoben werden müssen. Ja, aber eben, die dauern länger. Also wenn man einen Bruch operativ kuriert, dann hat man die Möglichkeit, da schneller wieder in Szene zu kommen. Gut, er hat Gesichtsverletzungen, da ist es vielleicht schwerer, aber bei Armen und Beinen, da kann man mit einer solchen
Intervention kann man den gebrochenen Knochen verschrauben und dann darf man früher in Aktion treten. Das war zum Beispiel bei Pozzato der Fall, der sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Das Schlüsselbein wurde operiert, fixiert und er konnte dann relativ früh wieder aktiv Radfahren. Bei unbehandelten Brüchen, da muss man länger warten, bis der Knochen verheilt. Und für Toni Martin hoffen wir nicht, dass es Konsequenzen hat. Auf jeden Fall ist es viel angenehmer, wenn man eben dann ein bisschen Dampf rausnehmen kann aufgrund einer Trainingsplanung, wenn man sagt, okay, jetzt müssen wir ein bisschen pausieren, müssen wir ein bisschen ein legereres Programm machen, um dem Rennfahrer zu ermöglichen, eine Doppelperiodisierung anzustreben, als wenn man das gezwungenermaßen durch eine Verletzung tun muss. Sind wieder vorne bei der Spitzengruppe, nur noch 3 Minuten 18, 51,2 Kilometer sind es noch bis zum Ende des Rennens. Was kommt gleich? Der Wolfsberg wird gleich den Rennfahrern so ein bisschen den Weg versperren, ist nur in Anführungsstrichen 800 Meter lang, Höhenunterschied 35 Meter, aber nach gut 218 Kilometern ist doch das schon eine ziemliche Rampe. Hinten haben wir eine ganz interessante Situation gesehen. Es waren immer die drei gleichen Mannschaften, die nachgeführt haben, nämlich Radio Shack, BMC und das Katyusha-Team. Und dann haben sich die Garmin-Fahrer hinten im Feld eingereiht, um ihre zwei Flüchtlinge da zu beschützen. Und das ist sehr interessant. Das heißt, dass Garmin an dieser Situation festhält, dass sie interessiert ist, dass diese Gruppe möglichst lang vorne bleibt oder durchkommt und dass sie eben daran glaubt, dass ihre Rennfahrer da in einer guten Position sind. Garmin, die Mannschaft, die also mit zwei Rennfahrern hier in der Spitzengruppe vertreten ist, hat eben noch Fabian Wegmann mit dabei. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, der Deutsche möchte bei diesem Rennen unter die besten 10 kommen. Seine Form ist gut, er sieht nicht so schlecht aus und zuletzt eben bei der Baskenland-Rundfahrt im Einsatz gewesen, auch wenn der Saisonstart für den Deutschen ein bisschen holprig verlief, denn die Mannschaft hatte ja keine Einladung für die Mallorca-Challenge bekommen Anfang Februar. Aber wie gesagt, der ist sehr zuversichtlich. Und dann haben sie auch Thomas Decker mit dabei, der große Ziele 2012 hat, denn er will ja in diesem Jahr auch beim Giro d'Italia starten, um möglicherweise dann von seiner Mannschaft für die Tour de France nominiert zu werden. Thomas Decker ist Niederländer, auch wenn er schon gesperrt war wegen des Nutzens von IPO und damals im Trikot der Mannschaft Lotto stand. Die haben ihn dann sofort aus dem Tour de France-Kader rausgenommen. Das war 2009, durfte damals die Frankreich-Rundfahrt nicht bestreiten. Hat einiges durchgemacht in den letzten Jahren, aber selber schuld auf der anderen Seite. Und jetzt hofft er eben, nachdem er auch beim Circuit de la Sarthe in der letzten Woche schon ein Rennen gewonnen hat, hier einigermaßen gut abschneiden zu können. Ja, und hoffentlich hat er daraus was gelernt, denn bei Garmin ist es ja so, dann Jonathan Wouters in dieser Beziehung wirklich ganz eine klare Linie verfolgen möchte, dass er da wirklich kein Doping mit im Spiel haben will und Decker hat da eine weitere Chance gekriegt. Nee, Decker. Das ist das Verfolgerfeld. Da ist übrigens an vierter Position Thomas Decker zu sehen vor dem Johan van Sumeren.
Das ist diese Situation, die ich angesprochen hatte, dass hinten die Garmin-Mannschaft, die zwei Rennfahrer vorne hat, hinten abriegelt. Und das ist natürlich eine effiziente Störarbeit. Jetzt merkt das die Katjuscha-Mannschaft. Es ist sehr unübersichtlich. Also wenn man da in 50. oder 60. Position fährt, um diese Ecken rum, dann sieht man nicht immer genau, was sich vorne abspielt. Und wenn die Mannschaften da wirklich effizient arbeiten wollen, um diesen Rückstand wettzumachen, dann müssen sie jetzt eigentlich die Garmin-Fahrer Van Sümmeren und Thomas Dekker umfahren, um vorne wieder eine Gruppe zu bilden, die die Verfolgung aufnehmen kann. Dieses Amstel-Gold-Rennen gibt es also seit 1966. Früher war das so, dass das Amstel-Gold-Rennen zwischen der Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix ausgetragen wurde. Aber seit gut, ja, etwas mehr als 20 Jahren wird das Rennen dann etwas später ausgetragen. Und noch nicht immer war der Zielort hier direkt am Kauberg in Falkenburg. Das ist seit 2003 so. Viele Zuschauer werden sich vielleicht an den Sieg von Alexander Vinokourov erinnern, der damals hier das Rennen gewonnen hat. Früher ging es ja direkt in Maastricht, man kann sagen, an der Maas zu Ende. Ja, es gab verschiedene Zielankünfte in Maastricht oder auch in Meersen. Und früher, also ich spreche da vor 20 Jahren zurück, war es immer die letzte Klassik. Also wenn das Amstel dann vorbei war, war die Klassikerperiode abgeschlossen. Dann kam die Berner Rundfahrt und die Gippingen oder die Romandie. Also da war ein neuer Abschnitt, der aufgemacht werden musste. Es sind auch etwas mehr als 2000 Höhenmeter, die während dieser 256 Kilometer gefahren werden, bei diesen 31 Hügeln. Also gut 45 Kilometer kann man sagen, die es dann immer wieder hoch geht. Also schon eine ganze Menge, ein ständiges Auf und Ab, vielleicht so ein bisschen wie eine Achterbahn. Was würdest du persönlich als schwieriger einschätzen, einstufen? Das Amstel-Goldrennen oder Lüttich-Bastogne-Lüttich? Ja, Lüttich ist schon viel, viel schwerer, weil die Berge länger sind. Aber hier ist es einfach schwierig, Position zu fahren, immer wieder die richtige Position zu haben. Die Berge sind natürlich sehr, sehr kurz und die Intensitäten sind hoch. Aber ich denke schon, dass es ein markanter Unterschied ist zwischen Amstel und Lüttich-Bastogne-Lüttich oder der Flash Wallon. Da haben wir ihn, Thomas Dekker, über den wir vorhin sprachen. Also, er war gesperrt, jetzt ist er wieder zurück. Und das mit entsprechendem Erfolg. Jonathan Wouters, der Teammanager der US-amerikanischen Mannschaft Garmin Barracuda, hat nun der Vertrag genommen. Giovanni Visconti, schau mal, tolles Bild, drei Landesmeister. Dort links, das ist der spanische Meister Rojas. Dann haben wir Visconti, den italienischen Meister und den französischen Meister Sylvain Chavanel. Haben gesagt, auch er hat die beiden schweren Kopfsteinklassiker Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix bestritten. Und zählt auch hier, ich will nicht sagen zu den absoluten Favoriten, aber kann doch gut unter die besten 6, unter die besten 10 fahren. Ja, Sylvain Chavanel ist wirklich ein ganz toller Rennfahrer. Und müsste eigentlich von dieser Situation profitieren, dass die großen Leader, also die, die wir angesprochen haben, Bohnen, Toni Martin, Lieber Leipheimer, nicht dabei sind, denn viele solche Gelegenheiten wird er nicht kriegen. Sein Problem ist einfach, wenn er sich darauf verlässt, dass er am Fuße der Steigung mit einem Joachim Rodriguez, mit einem Valverde, mit einem Visconti sich messen will, dann besteht die Chance, dass er nicht gewinnt. Also müsste sich Sylvain Chavanel im Vorfeld dieses Kaubergs absetzen können. Die Qualitäten dazu, die hat er. Jürgen van den Broek ist wieder drin. Über den wollen wir noch mal kurz sprechen. Der jetzt hier von seinen Teamkollegen also nach vorne gebracht wurde. War gerade noch in den Fahrzeugen. Jetzt komplett reingerollt. Und dann wird er sich auch wieder nach vorne orientieren. Also wenn er gewinnt, dann wird es Diskussionen geben. Denn Sie haben es in der Werbepause nicht gesehen. Der ist lange Benzin gefahren. Also die waren in der Stoßstange drin des Lotto-Fahrzeugs. Fast unverschämt hat ihm sein sportlichen Leiter dann gesagt, ja bleib dran, ob schon die Kamera das gefilmt hat. Also man kann das schon machen, man kann mal vorbeifahren und ein bisschen Windschatten geben. Aber so wie das jetzt praktiziert worden ist, wäre ich nicht erstaunt, wenn das irgendwann zu einer Buße führen würde und eben beim Sieg eines Lottofahrers zu Diskussionen. Peter Stupperer aus Österreich, das ist der Chef der UCI-Kommissäre, der Schiedsrichter bei diesem Rennen. Aber glaubst du wirklich, dass Jürgen van den Broek in der Lage ist, dieses Rennen zu gewinnen? Weil man sagt ja auch immer wieder, derjenige, der hier
gewinnen kann. Das muss ein Rennfahrer sein mit einer gewissen Explosivität für diese letzte Steigung. Rodriguez als Beispiel. Ja gut, das war jetzt ein extremes Beispiel, um diesen Tatbestand ein bisschen zu verdeutlichen. Aber ich hoffe schon, dass jeder Rennfahrer, der da mit dabei ist, daran glauben kann, dass er mal so ein Rennen gewinnt. Denn sonst sehe die Welt ziemlich düster aus. Und ich glaube schon, dass man aus Lotto-Sicht, wenn man jemanden ins Rennen schicken möchte, mit ihm als Leader, mit Van den Broek als Leader, sicher operieren kann. André Greipel, der hier, wie ich es vorhin schon mal kurz erwähnte, nicht am Start ist, der war ein bisschen angefressen nach Paris-Roubaix, hatte dort innerhalb von 25 Kilometern 5 Defekte und war dann entsprechend sauer, ist dann ein bisschen frustriert von Paris-Roubaix nach Hause gefahren, wird jetzt erstmal eine kleine Pause einlegen, ist ja auch schon sehr lange unterwegs, wollen nicht vergessen, dass André Greipel einen ganz, ganz super tollen Saisonstart hatte mit seinen Siegen in Australien. Jetzt macht er eine kleine Pause in der Nähe von Kreuzlingen am Bodensee, bevor es dann weitergeht in Richtung Tour de France Vorbereitung. Und wir machen auch eine kleine Pause. Ja, da sind wir wieder zurück und Ivan Basso, den wir gerade noch gesehen haben, dort an der Herdplatte stehen, der ist hier nicht mit am Start bei diesem Rennen. Dafür sein Teamkollege Dominik Merz aus Deutschland. Und das ist Wouter Poels, den wir hier sehen, am Ende des Feldes. Also einer nach dem anderen fällt jetzt aus dem Hauptfeld zurück, können da das Tempo nicht mehr halten. Luca Paulini dort hinten am Fahrzeug der Mannschaft Kadjuscha mit Christian Henn, dem sportlichen Leiter. Ja, Vincenzo Nibali, der in dieser Werbung auch vorkommt, der steht nicht am Herd, sondern der ist da und er ist sicherlich auch einer, der mit solchen Rennen rechnen darf. Er ist vielleicht nicht so explosiv wie ein Joachim Rodriguez, ein Valverde oder ein Visconti. Aber er ist ein tempobeständiger Mann. Wenn es richtig schwer wird im Finale, habe es gesagt, rund 41 Kilometer vor dem Ziel sollte das Finale eingeläutet werden. Also wir sind in diesem Sektor drin. Dann ist Nibali durchaus fähig, da lange schnell zu fahren. Sein Problem sind eben diese Positionskämpfe, weil Vincenzo Nibali ist nicht der absolute Sprinter. Da tut er sich ein bisschen schwer, aber mit seiner Klasse kann er sich vielleicht doch einmal leisten, im Wind draußen zu fahren, ohne zurückgebunden zu werden. Und man sieht auch aus Liquigas Sicht, man sucht den Vincenzo Nibali und vermutlich ist er da rechts. Das ist er, ja. Vincenzo Nibali neben Samuel Sanchez und auch Samuel Sanchez gehört zu den Favoriten. Da sehen wir im grünen Trikot Björn Thurau, der gerade nach vorne kommt. Da werden viele Zuschauer vielleicht auch an die Weltmeisterschaft 1979 denken, die hier am Kauberg zu Ende gegangen ist. Damals mit dem Sieger Jan Raas. Und sehr interessant, dass der Teamkollege von Björn Thurau, nämlich Giovanni Bernaudot, ist und dessen Vater Jean-René Bernaudot bei diesen Weltmeisterschaften hier in Falkenburg 1979 Dritter wurde, hinter Jan Raas und hinter Dietrich Thurau. Kann sich bestimmt auch noch sehr gut an diese WM erinnern. Ja, eine wirklich tolle WM, die hat aber damals zu Diskussionen geführt, denn Bernard Hinault hat nicht mehr akzeptiert, dass im alten Stile Mannschaftshelfer da seien, um sich an deren Hosen abzuziehen. Das heißt, die ganz großen Rennfahrer haben dann ihre Helfer so postiert, dass sie hinten hergefahren sind, dann ihnen an die Rennhose gefasst haben und sich wirklich abgezogen im Stile einer Amerikan-Ablösung. Bernard Hinault hat heftig dagegen protestiert und das war eigentlich die Geburtsstunde vom faireren Radsport, was dies anbelangt. Die Kommissäre haben dann genau drauf geschaut und es ist meines Wissens dann nie mehr an einem Rennen vorgekommen, dass die Helfer eben da sein mussten, um den Kapitänen das Leben leichter zu machen. Wenigstens nicht in dem Sinn. War schon eine tolle Weltmeisterschaft damals. Auch Sean Kelly, unser Eurosport-Kollege, der für den britischen Bereich zuständig ist, damals mit dabei. Als Neunter Klaus-Peter Thaler, Gregor Braun, Elfter, Zwölfter. Jupp Sotemelk war damals mit in diesem Rennen. Dann auch Henny Kuiper und Godi Schmutz aus der Schweiz. Auch er gehörte damals. Ja, und auch Bruno Wolfer war dabei und Josef Fuchs. Sepp. Da, genau, Sepp Fuchs, den wir hier auch grüßen. Alle, die uns zuschauen, sind natürlich damit gegrüßt. Und ich kann mich erinnern, dass André Chalmel bis kurz vor Schluss vorne war. Alle haben geglaubt, dass dieser
eigentlich fast namenlose Helfer Weltmeister werden konnte, bis Jan Raasten das Ganze. Und da ist Renner. Was ist denn in die. Nee, findet hier die Weltmeisterschaft statt. Der Berufsradfahrer im Vorfeld natürlich all die Wettbewerbe um die verschiedenen Regenbogen-Trikots. Ganz interessant in diesem Jahr auch das Mannschaftszeitfahren bei dieser Weltmeisterschaft. Und hier haben wir jetzt ein Mannschaftszeitfahren der kasachischen Mannschaft Astana. Ja, und das sieht doch ganz anders aus. Man hat jetzt vier Leute vorne platziert. Da haben wir Maxim Iglinski in dritter Position. Sicherlich auch ein Fahrer, der hier gut fahren kann. Die Astana-Mannschaft, die ja vielleicht auch nicht zu den absoluten Top-Favoriten gehört, aber die durchaus fähig sind, für ein gutes Resultat zu sorgen. Sag mal, Jean-Claude, jetzt haben wir viel über einige Favoriten gesprochen. Wir haben, glaube ich, aber noch nicht über den Herren dort links gesprochen, oder beide, muss man ja sagen, nämlich über Frank und Andy Schleck. Ja, Frank und Andy Schleck sind hier am Gold Race mit dabei. Die Saison ist ein bisschen holprig verlaufen bis jetzt. Andy Schleck ist ja nun der offizielle Tour de France Gewinner und hat damit natürlich einen anderen Status als Rennfahrer. Aber die Schlecksbrüder, die sind. Versuchen die Position zu beziehen. Sehr weit hinten Philippe Gilbert, und die Charakteristik ist eben, dass es immer rauf, runter geht, links, rechts, schmale Straßen. Ja, das ist ja. Malakarna. Wie ist das? Malakarna, okay. Hier. Astana immer noch mit vier Fahrern an der Spitze bei der Nachführarbeit. Ja, viele noch mit Armstulpen, die Beinstulpen haben sie abgezogen, Schuhüberzüge, das ermöglicht, saubere Socken zu behalten. Ich habe mir sagen lassen, dass es sogar Hobbyfahrer gibt, die die Socken nicht waschen nach einer Ausfahrt, also bitte immer das Zeug sehr sauber halten, weil eben diese Profis natürlich jedes Mal neue Socken bekommen, aber das ist bei Hobbyfahren nicht immer der Fall. Wir haben Vöckler gesehen, Vöckler, der den Brabantischen Pfeil gewonnen hat vor wenigen Tagen und der hier
sicherlich auch zu den Favoriten zu zählen ist. Hat er ganz toll gemacht dort und das war so eine typische Thomas Vöckler Aktion. Wir haben ja, ich glaube, das war während Paris-Nizza oder der Katalonien-Rundfahrt mal darüber gesprochen, dass er ja im Fahrerfeld nicht so sehr beliebt ist. Knüpfen an dieses Thema. Ja, du hast es angedeutet. Er ist ein bisschen weggeschlichen, das heißt, er hat eine Attacke gestartet, hat sich da 50, 60 Meter in einer Steigung vor dem Feld platziert, ist dann wieder abgesessen. Die anderen haben gedacht, ja, vielleicht hat er nicht gesehen, dass die Lücke aufgegangen ist. Und dann hat er so immer mehr am Gashebel geschraubt, ist immer schneller geworden und plötzlich war die Lücke groß und als er eine Minute hatte, dann konnten die Gegner nicht mehr reagieren. Er hat das Ziel mit einer Minute erreicht und Oscar Freire wurde Zweiter. Kilometer sind es noch. Wir sind wieder vorne bei der Spitzengruppe. Der Vorsprung von maximal gute 13 Minuten ist kleiner geworden. 1,45 haben sie noch und der Lorberg steht jetzt auf dem Speiseplan. Der Radprofi ist beim 47. Amstel Goldrennen und Romain Bardet, ein ausgewiesener Kletterer, zeigt sich hier an der Spitze und macht die Tempoarbeit. Dahinter dann der Italiener Stortoni vom Team Lampre. Du hast ja vorhin gesagt, der Franzose Bardet zu Hause und auch dort geht es natürlich. Das sind in den Niederlanden eben die Radwege, wenn die Leute auch heute Vormittag und gestern in Maastricht mit ihren Fietzen unterwegs sind, ist schon ein wunderbares Bild, das alles mal zu erleben. Schauen wir noch mal nach vorne zu dieser Spitzengruppe. Das ist Raymond Kreder, dessen Bruder Michel hinten ist im Hauptfeld, vielleicht auch einer aus dem erweiterten Favoritenkreis bei diesem Rennen. Und jetzt wird die Spitzengruppe wieder aufgefüllt, unter anderem durch Sebastian Delfos im Teamtrikot von Landbaukredit. Michi Scheer aus der BMC-Mannschaft führt das Feld an. Michi Scheer, wir haben es schon des Öfteren gesagt, wirklich ein Helfer, wie es im Buch steht, der da immer wieder ganz tolle, wertvolle Arbeit leisten kann. Die Frage ist vielleicht auch mal, ob man Michi Scheer nicht mal so einsetzen müsste, dass er zu einem Erfolgserlebnis kommt. Denn ich traute es ihm zu, dass er da wirklich mit den Besten mitfahren könnte. Und die Frage stellt sich dann doch, wenn er dann vorne ist, ob da nicht ein bisschen Nervosität dazu kommt, um dann eben die Rennen nach Hause zu fahren. Das merkt man sehr oft bei Rennfahrern, die in den Nachwuchskategorien sehr viele Rennen gewonnen haben. Denn die meisten haben viele Rennen gewonnen, um Profi zu werden. Muss man ja einen Leistungsausweis haben. Die wissen also, wie man Rennen gewinnt. Und wenn man da über Jahre als Helfer in einer Mannschaft eingespannt wird, dann entsteht fast wie eine Blockade. Und wenn man dann in diese Situation kommt, dann hat man es praktisch verlernt. Und das ist etwas, was die sportlichen Leiter vielleicht zu wenig betrachten, dass man eigentlich diesen Vollblut-Rennfahrern, die eben viele Rennen gewonnen haben, das Zückerchen während eines Jahres auch mal gönnen müsste. Man muss vielleicht so manövrieren, dass jeder Rennfahrer mal ein Rennen gewonnen hat. Das war bei uns zum Beispiel bei Jean de Gribaldi so. Der wollte, dass wenn die Saison zu Ende ist, dass mindestens jeder Rennfahrer ein Radrennen gewonnen hatte und das tut natürlich der Motivation und der Moral auch sehr gut. Die 54, das ist also Raymond Kreder, den wir hier
an letzter Position sehen. Davor sein US-amerikanischer Teamkollege. Auch schon einige Erfolge. Unter anderem auch im letzten Jahr niederländischer Meister hinter dem Dernier. Blick aufs Hauptfeld. Vorne also Michi Scheer, der gerade angesprochen wurde. Und dann haben wir auch wieder gesehen, dass Niki Terpstra weiter nach vorne fährt mit seinen Teamkollegen. Und das hier im Teamtrikot von RadioShack Nissan, das ist Jan Backelands. Relativ weit hinten. Wenn da vorne die Post abgeht, dann ist man da ziemlich weit weg vom Geschütz, denn oben auf den Bergen ist es meistens flach. Wenn der Wind mal ein bisschen hereinspielt, ich habe es gesagt, es gibt weniger Wind als vor einigen Stunden noch, dann kann es durchaus zu einer Aufsplitterung des Feldes kommen. Und da kann man vielleicht eine, zwei Gruppen aufholen, aber wenn es 5, 6 sind, dann ist man definitiv zurückgebunden. 31 Kilometer sind es noch bis zum Ende des Rennens. Vorsprung ein bisschen mehr als eine Minute. Der Gulpenberg kommt als nächste Steigung, dann der Kreuzberg, der Eiser-Bossweg. Und viele sportliche Leiter, auch einige Rennfahrer, mit denen man sich unterhalten hat, haben gesagt, dieser Gulpenberg, also die nächste Steigung, die jetzt gleich kommen wird, das könnte eines der großen Hindernisse sein bei diesem Rennen. Hier wird möglicherweise eine Vorentscheidung herbeigeführt. Werden wir gleich sehen, wenn das Hauptfeld zu diesem Gulpenberg kommt, wie dort eben auch die Positionskämpfe dann nochmals forciert werden. Der Voss an letzter Position im Teamtrikot von Landbau Kredit. Das ist jetzt wieder ein Problem in dieser Sechsergruppe. Zwei sind wieder zurückgekommen. Es ist ganz klar, dass dort, wo sie zurückgebunden wurden, dort musste man stark sein. Also das heißt, die sind nicht mehr bei Kräften. Das sieht man auch. Der Mann hinten von Landbaukredit, der führt nicht mehr mit. Das führt zu einer gewissen Unstimmung. Die Tatsache, dass zwei Garmin-Fahrer da mit dabei sind, führt zu einer Garmin-Übermacht. Die anderen sind der Meinung, okay, dann müsst ihr ein bisschen mehr tun. Und das verlangsamt das Ganze. Auch jetzt die Tatsache, dass wo die Garmin-Fahrer von der Führung weggegangen sind, dort Toni nicht sofort diese Führung übernommen hat. Da gehen einige Zehntelsekunden verloren, aber diese Anhäufung von Details, die führt dazu, dass die Gruppe vorne sicher langsamer wird. Also drei sind jetzt gerade eingeholt worden aus der ehemaligen Spitzengruppe. Das sind die 6 Fahrer, die übrig geblieben sind. Vorsprung jetzt exakt 70 Sekunden. Immer noch Raimund Kreder in letzter Position. Auch im vorletzten Jahr war das als Nachwuchsfahrer in der Klasse U23 doch recht erfolgreich, muss man sagen. Unter anderem auch 9. bei Paris-Roubaix, 7. bei der Flandern-Rundfahrt in der Nachwuchsklasse. Das sind schon tolle Ergebnisse des Rennfahrers hier im Teamtrikot von Garmin. Haus haben wir gerade gesehen an erster Position. Er kommt aus Colorado, ein US-Amerikaner, ist aber auch in Südfrankreich, in Marseille als Radsportler gereift. Ja, im Veloclub La Pomme, ein großer Club in Frankreich. Dort sind ja die Bedingungen aus Sicht des Wetters sicherlich idealer. Und es gibt natürlich sehr viele, die sich in südlichen Gefilden dann ein Haus oder eine Wohnung nehmen, um eben optimale Trainingsbedingungen vorzufinden. Man ist auch nahe am Geschehen. Man sieht auch ganze Mannschaften, zum Beispiel wie die Green Age, die in Varese ihren Hauptstützpunkt in Europa hat, die natürlich auch in diesem Rennen mit dabei ist, mit Michael Albasini, dem Katalonien-Rundfahrtsieger, und mit Simon Gerrans, der natürlich in einem solchen Finale ebenfalls zu zitieren ist. Ja, immerhin letztes Jahr Dritter geworden, Simon Gerrans, und hat eine tolle Saison soweit. Sieger bei der australischen Meisterschaft, das war sein erster Sieg dieses Jahr. Werden wir ihn vielleicht auch nachher mit diesem Landesmeistertrikot sehen, dann Sieger der Tour Down Under in Australien und sein größter Sieg bisher neben seinen Etappensiegen auch bei der Tour de France, ganz bestimmt der Sieg bei Mailand Sanremo im März. So, jetzt ist vorbei mit Lustig hier hinten im Hauptfeld. Vorsprung jetzt gleich unter einer Minute. Die Mannschaft Argos Shimano mit Johannes Fröhlinger und Simon Geschke, zwei Deutsche, die hier mit am Start sind. Und Simon Geschke aus Berlin hat wir vorhin schon sehen können, hat sich dort nach vorne orientiert, er hofft sich auch einiges, hat ja schon gute Resultate in diesem Jahr herausfahren können, so eben auch beim Kriterium International. Dort hat er ja
im letzten Jahr eine Etappe gewinnen können. Hat dieses Jahr nicht funktioniert, aber Simon Geschke ist dann doch sehr zufrieden. Immerhin war er ja auch 13. bei Mailand Sanremo. Ja, und 3. beim Zeitfahren in diesem Jahr beim Kriterium International Ende März. Ja, das kann ich nur bestätigen, denn ich habe eine kurze Runde gemacht bei den Mannschaftswagen und auf den Dachständern, also dort wo die Velo fixiert sind, dort kann man die Mannschaftshierarchie genau ausmachen und Simon Geschke hat also das Rad am nächsten beim Mechaniker, das heißt, dass er in seinem Team sicherlich die Nummer 1 ist. So kleine Details, die verraten dann einen, wie es mit der Mannschaftshierarchie steht und meistens links und rechts die Fahrräder, die komplett zusammengesetzt sind, die gehören den Leaders und Simon Geschke war einer von diesen. So, da haben wir jetzt den Blick auf die Verfolgergruppe. Startnummer 124 direkt vor uns gewesen, das ist also Kevin de Weert, der dazugehört und das ist hier im Teamtrikot der Mannschaft Argos. Haben Sie ja gerade gesehen, die Startnummer 216. Das Hauptfeld auf dem Weg nach Falkenburg zum Kauberg. Dort wird also das Amstel Goldrennen heute zu Ende gehen nach 256,5 Kilometern. Die schwierigsten Steigungen, die kommen noch. Das ist auch wieder so eine schmale Passage, die wir gerade dort unten sehen konnten. Die Tempoarbeit durch Liquigas mit Peter Sagan dort unten. Dann sehen wir auch mal einen im Rabobank-Trikot. Könnte vielleicht sogar schon Paul Martens sein. 11. oder 10. im letzten Jahr, müsste ich kurz nachschauen. Der Blick wieder auf die Spitzengruppe und das ist also hier der Gulpenberg. Wie viele gesagt haben, das könnte die Entscheidung sein, die Vorentscheidung beim Amstel Goldrennen der 47. Austragung, die wir also hier seit gut 15 Uhr begleiten. Ja, denn der steilste Berg, das ist der Keuteberg, der ist von allen Rennfahrern bekannt. Der ist unmittelbar vor dem Ziel platziert, 11 Kilometer und dort müsste eigentlich die Entscheidung fallen. Der Keuteberg, der sehr viel zu Diskussionen Anlass gegeben hat, vor allem in früheren Jahren, weil zum Beispiel Peter Post sehr oft das praktiziert hat, dass 5, 6, 7 Rallye-Fahrer hineingefahren sind, dann simulierte der 4. einen Kettensprung oder der stand dann einfach auf dem Boden und die anderen mussten dann abstehen, so dass dann 3, 4 Rennfahrer aus der Postmannschaft weggefahren sind und es doch sehr häufig aufgrund solcher Situationen zum Sieg beim Amstel Gold Race kam. Bardet an der Spitze zieht hier durch. Zum zweiten Mal wird der Gulpenberg jetzt schon passiert. Toll, wie der auf seinem Rad sitzt und hier oben drüber zieht. Und dort hinten, da sehen wir schon die Begleitfahrzeuge, also das Hauptfeld. Vorsprung unter eine Minute. Die Begleitmotorräder müssen jetzt ebenfalls vorziehen, damit sie auf diesen schmalen Straßen in der Provinz Limburg gleich keine Schwierigkeiten beim Zusammenschluss gibt. Ja, ganz gut gemacht, denn die Hoffnung von Bardet ist natürlich, dass jetzt eine Vorentscheidung fällt und dass die Großen dann von hinten kommen und dann ist er mit dabei. Im Moment sieht es nicht nach einer Vorselektion aus. Zu zweit sind sie vorne verblieben, aber sie müssen jetzt einfach ihren Rhythmus fahren und hoffen, dass wenn die Entscheidung fällt, dass eben dann, wenn die großen Namen auffahren, dass sie dann dabei sind und mitfahren können. Spitzengruppe, also der US-Amerikaner Haus und Bardet aus Frankreich. So, das ist das Hauptfeld, das wir jetzt sehen. Es ist eigentlich schade, dass es solche Rennen wie hier dieses Amstel Goldrennen in dieser Größe mit diesem Status zugehörend zur Pro-Tour nicht in Deutschland gibt. Der ehemalige Henninger Turm, Eschborn, Frankfurt, City Loop und auch rund um Köln am letzten Montag hätten einen solchen Status durchaus verdient. Denn gerade rund um Köln im wunderschönen Bergischen Land bietet dort doch ideale Voraussetzungen, auf einem Terrain ein Rennen zu organisieren, auszurichten, wie wir das hier in Limburg haben beim Amstel Goldrennen in der Nähe von Maastricht. Simone Ponzi, er versucht eine Vorselektion herbeizuführen, ist aber da ziemlich alleine. Im Moment hat es noch nicht geklappt. Mein Lehrer sagt immer, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Also irgendwann wird es dann schon mal klappen. Wir sehen, dass Rennfahrer, die Probleme gehabt haben an diesem Berg, wieder zurückkommen. Aber
Im Fachjargon heißt das der Gummispand. Also man kann den Gummi einige Male spannen, irgendwann reißt er dann und dann ist diese Vorselektion herbeigeführt. Nochmals einen Versuch, das ist offenbar seine Rolle, dass man ihm gesagt hat, mach das Rennen schwer, versuch da einige Attacken zu fahren, so dass vielleicht dann in einer zweiten Aktion ein Maxim Iglinski, ein Francesco Gavazzi dann ebenfalls eine solche Vorselektion einlenken können. Oder einleiten, besser gesagt. Die beiden Führenden, Bardet aus Frankreich und aus Golden in Colorado, Alex Howes, den wir hier sehen, übrigens als Ersatzfahrer nominiert wurde. Denn Sepp van Marke, der ja in diesem Frühjahr im März den Klassiker Omloop Nieuwsblad gewonnen hat. Ende Februar war das, ne? Und leidet allerdings zurzeit an einer Knieverletzung. Sepp van Marke musste jetzt auf dieses Rennen verzichten. Und jetzt haben sie den richtigen Mann nominiert. Denn, wie ich vorhin schon mal sagte, immerhin am letzten Mittwoch Sechster beim Pfeil von Brabant. Ja, Sepp van Marke, einer der ganz wenigen, der sich brüsten kann, Tom Boonen geschlagen zu haben. Bei diesem Klassiker hat er nämlich Tom Boonen auf den zweiten Platz verwiesen und das ist in diesem Jahr nicht manchem gelungen. War gestürzt beim Grand Prix von Denain und hat sich dort eben diese Knieverletzung zugezogen. Hier haben wir den Mann aus den Vereinigten Staaten, der auch einige Crossrennen in seiner Jugend als Juniorenfahrer bestritten hat. War auch dort schon US-amerikanischer Meister. Aber wie gesagt, dann wählte er den Weg nach Südfrankreich, hatte dort schon mal die Möglichkeit beim US-amerikanischen Team zu unterschreiben, war dort als Stagiair damals noch bei Slipstream Chipotle eingestuft. Den Vertrag als Berufsradfahrer hatte er dann nicht erhalten und war dort eben als Amateur. Und jetzt ist er froh, dass er dort also entsprechend fahren kann. Und wie man sieht, auch erfolgreich. Wir haben auf die Unterschiede am Anfang unserer Reportage hingewiesen zwischen den Pavé-Klassikern oder den Ardennen-Klassikern. Eine Gemeinsamkeit haben sie natürlich, dass immer wieder vor diesen Bergen, vor diesen kritischen Punkten die Position bezogen werden muss. Also das ist bei allen Klassikern genau gleich und man sieht es immer wieder, dass es zu Positionkämpfen kommt. Hier haben wir eine Einstellung gesehen, wo Michael Albasini in dritter Position auf der rechten Seite der Straße eben versucht, sich wieder zu platzieren. Denn wenn man die Position nicht hat, wenn man nicht dort fährt, wo man agieren oder reagieren kann, dann ist man immer hinten dran. Dann muss man zuerst eine Korrektur anbringen, bevor man wieder das tun kann, was man tun möchte. Und hier sehen wir die Greenage-Mannschaft, die das Tempo erhöht. Wie gesagt, Michael Albasini hat seine Position gefunden. Und es ist die dritte Position und an seinem Hinterrad, da ist Simon Gerrans. Also der Mann mit dem weiß-gelben Trikot. Steffen Wesemann war der letzte Schweizer, der sich bei diesem Rennen unter den besten drei behaupten konnte. 2006 wurde Steffen Wesemann hinter Frank Schleck Zweiter. Das war ja damals der erste Luxemburger Sieg beim Amstel Goldrennen. Jetzt ist Michael Albasini Sieger der Katalonien-Rundfahrt an der Spitze. Aber ansonsten können die Schweizer mit der Ausbeute bei diesem Rennen durchaus zufrieden sein. Zweimal hat immerhin Rolf Jährmann das Rennen gewonnen, 93 und 98. Und der erfolgreichste Sieger dieses Rennens, der kommt aus den Niederlanden, Jan Raas. Fünfmal hat er das Rennen gewonnen. Ponzi wird eingeholt, dann auch Delfos, den wir dort sehen, mit der grün-gelben Hose. Ponzi, Teamkollege von Danilo Hondo und Alessandro Petacchi, die ja zurzeit, weiß gar nicht, ob sie schon wieder zurück sind, in der Ukraine waren, bei einem Wettbewerb. Denn einer der Sponsoren kommt ja aus der Ukraine. Ein Stahlkonzern, ISD, vielleicht haben sie es schon mal auf dem Trikot gesehen, der die Mannschaft ja seit einigen Jahren unterstützt. So, hier gehen die Positionskämpfe, Jean-Claude, die du gerade angesprochen hast, jetzt wirklich ja, in die Finalphase. 22 Kilometer sind es nur noch. Ja, es ist ein Sprint vor jeder
Kurve oder vor jedem Berg. Und du hast es angesprochen, der Rekordsieger ist Jan Raas. Es heißt ja das Amstel Gold Race. Und als Jan Raas fünfmal gewonnen hatte, hieß es Amstel Gold Raas. Also man hat statt Race dann Raas gesagt, weil eben der Niederländer wirklich regelmäßig hier oben ausschwang. Jan Raas, einer der ganz großen Rennfahrer. Hier sehen wir die Reihenfolge: Kreuzberg, Eiser Bosweg, Fromberg, Keutenberg und Kauberg. So sieht's aus, das müssen sie noch bewältigen, um eben ans Ziel zu kommen. Also der Kreuzberg, der wird jetzt gefahren. Daneben der Eiser Bosweg, ein kleines, schmales Sträßchen. Da haben wir auch die Parameter, die technischen Daten. 800 Meter lang, maximal 13% steil und im Schnitt 7,5%. Also es ist schon ordentlich. Und dann vor allem auch hier die Distanz angehend knapp, ja, 260 Kilometer. Und jetzt haben wir wieder BMC mit Gilbert an der Spitze. Ja, Greg Van Avermaet in Position 2, Philippe Gilbert in Position 3. Also man plant etwas, man will diese Vorarbeit, die Quinciato geleistet hat, auch Michi Scheer jetzt in Resultate ummünzen. Philippe Gilbert hat gesagt, hier Jürgen Vandenbroek mit der 106. Immer noch nicht ganz vorne. Philippe Gilbert hat gesagt, ich bin noch nicht da, wo ich eigentlich hinkommen will, aber meine Probleme, die habe ich hinter mir gelassen. Und heute werden wir sehen, ob das wirklich stimmt. Immerhin am letzten Mittwoch, 12. Das war ja schon mal ein kleines Signal, dass es beim belgischen Meister und dem Seriensieger des vergangenen Jahres besser läuft. Ja, und dass er sich jetzt da vorne so behaupten kann im Finale, zeigt doch, dass er wieder auf dem Weg zurück ist. Zweimal in Folge hat er also gewonnen, im letzten Jahr und 2010. Lüttich-Bastogne und den Blesch Wallon hat er im letzten Jahr auch noch gewonnen. Und das innerhalb einer Woche. So, jetzt kriegt Van Avermaet an der Spitze, der das Tempo forciert. Ja, ein Intervalltraining über 260 Kilometer. Immer wieder Vollschub in diesen Wänden drin. Und oben ein typisches Bild, da geht es nicht gleich runter, sondern es geht dann meistens auf diese Hochebene. Es ist fast immer die gleiche hier in diesem Dreiländereck. Und da muss man richtig stark sein. Denn Differenz kann man vor allem oben heraus fahren, wenn man das Feld in die Länge zieht, wenn man Gruppen bildet. Bram Tanking vom Team Rabobank ist gerade zurückgefallen. Dann Pim Lechtert, der niederländische Meister, auch zurückgefallen. Hat heute Morgen auch sehr viel Applaus bekommen bei der Einschreibkontrolle, der Vorstellung der Mannschaften. Klar, wenn man mit diesem Trikot an den Start geht. Diese kleinen Sträßchen links, rechts, da sieht man ein sehr schönes Bild. Da muss man wirklich noch wach sein. Also man hat es gesehen, viel Platz bleibt da nicht. Und wenn man sich da verbremst, dann kann es schon zu spät sein. Auch Fabian Wegmann im Trikot von Garmin Barracuda ist sehr weit vorne zu sehen gewesen. Also der Deutsche bisher läuft so, wie es sich eben Fabian Wegmann vorstellt. Guck mal hier, du. Also da können wir ihn links sowieso schon mal streichen, Jürgen Vandenbroek, und eben auch den Olympiasieger Samuel Sanchez. Ja, ganz erstaunlich, dass Samuel Sanchez da nicht mehr mithalten kann. Der Sieger der Baskenlandrundfahrt. Vermutlich hatte er ein Problem. Entweder hat er die Position nicht gehabt oder dann hat er einen technischen Defekt, denn rein von den Beinen her, rein von der Form, müsste er vorne mit dabei sein. Und er war eigentlich auch sehr optimistisch, was dieses Rennen betrifft, Samuel Sanchez. Seine Vorbereitung verlief zuletzt eben bei der Baskenlandrundfahrt so, wie er sich das vorgestellt hat. Denn dort hat er ja seinem Kontrahenten Rodriguez nochmals am letzten Tag im Zeitfahren das Trikot entrissen und diese Rundfahrt dann gewonnen. Er hat gesagt, diese Baskenlandrundfahrt, das ist für mich ein bisschen das Warm-up für dieses Amstel Gold Rennen und schlussendlich auch schon wieder das ganze zielgerichtet auf die Weltmeisterschaften im September. Ja, und Samuel Sanchez ist ein Eintagesfahrer, obschon er jetzt auch in den Rundfahrten beweist, dass er die kleineren Rundfahrten überstehen kann. Ja, wir haben es nicht gesehen und ich vermute mal, dass er da ein Problem gekriegt hat, denn einen Samuel Sanchez distanziert man nicht einfach so. Gilbert, dritter Position. Dann eben Rodriguez dort unten im rot-weißen Trikot von Katjuscha, Fromberg, Köchtenberg und der Kauberg, Eiser Bosweg. Das ist die Steigung, die jetzt genommen wird. Die anderen drei müssen nachher noch befahren werden. Und der Kauberg, das ist die letzte Steigung. Da sind wir dann schon am Ende im Ziel
dieser insgesamt 256,5 Kilometer. Rodriguez dort unten. Einer der ganz großen Favoriten. Wenn man gefragt hat, wer ist einer der Favoriten, haben sie immer wieder gesagt, klar, Rodriguez, wer denn sonst? Hier noch einmal der Olympiasieger Samuel Sanchez, der hier auf diesem Kurs gerne Weltmeister werden würde. Hat sich so ein paar Ziele gesteckt. Hier die Daten für den Eiser Bosweg. Er sagte, ich wollte Olympiasieger. Jetzt als 21-Jähriger in Führung zu sein, 19 Kilometer vor dem Ziel einer großen Klassik, und sie wehren sich natürlich enorm. Dieser Vorsprung, den sie haben, der ist schon lange unter einer Minute, und es dauert, bis sie sie einholen können. Bei der Tour de Paix de Savoie war auch schon bei dieser schweren Bergankunft in La Tousvire unter den Besten. Dort hat er sich natürlich im Hochgebirge gezeigt. Aber auch bei den Welt- oder Europameisterschaften war der junge Franzose schon entsprechend. Open. Obram! Könnte und sie mit ihnen mitfahren würde. Jean-Claude, das sind die beiden Führenden, und dort die erste größere Verfolgergruppe. Ist das die Entscheidung, die man sich erhofft hat? Es kommt ja heute noch zu einer
Erneuerung. Beim Amstel Gold Rennen haben wir noch gar nicht so intensiv gesprochen, weil es ja eigentlich nur 2,7 Kilometer sind. Aber ist das jetzt hier die Rennsituation, wie man sich das Ganze wirklich erhofft hat? Ja, es sind immer die Rennfahrer, die das Rennen machen. Man hat ja das auch in der Flandern-Rundfahrt gesagt, dass man den Parcours umgekrempelt hat mit dreimal dem alten Quaremont. Und man hat gesehen, dass es sehr lange gebraucht hat, bis sich das Rennen endlich in eine Finalphase begeben hat, bis endlich die Großen sich dazu entschlossen haben, in die Offensive zu gehen. Also das ist immer schwierig und die Rennen, die laufen eben wie sie laufen. Man muss das akzeptieren. Die Rennfahrer spüren das Rennen. Sie müssen ja nicht zwingend ein Spektakel veranstalten. Derweil wir Frank Schleck jetzt vorne sehen. Und jeder muss natürlich auf diesem Parcours mit seinen eigenen Chancen, mit seinen eigenen Karten spielen. Ich glaube, man sieht schon, wer die ganz Starken sind. Also Frank Schleck ist sicherlich ganz gut bei den Leuten. Auch Greg van Avermaet haben wir gesehen, Philippe Gilbert. Dann es sind ja immer wieder die gleichen. Aber die richtige Selektion, die ist bis jetzt noch nicht gefallen. Und ich erwarte, dass sie dann am Keutenberg doch sich herauskristallisiert. Keutenberg, Jean-Claude hat diese zweitletzte Steigung gerade noch mal angesprochen. Und genau dort, zwischen dem Keutenberg und dem Kauberg, dort gibt es eben eine kleine Streckenänderung im Vergleich zu den Vorjahren. Die Strecke ist damit um 2,7 Kilometer kürzer als in den letzten Jahren. Aber das Interessante daran ist vielleicht die Tatsache, dass es eben nach dem Keutenberg auch relativ bald dann runtergeht in Richtung Falkenburg. Und wir hatten im letzten Jahr zwischen dem Keutenberg und dem Kauberg, dem Ziel, immer noch ein Flachstück. Das fällt dieses Jahr weg. Könnte das dann vielleicht auch für, ja, Sammy Sanchez kann man natürlich jetzt nicht mehr erwähnen. Das wäre einer, der diese Abfahrt nutzen könnte. Aber für wen könnte das heute ein Vorteil sein? Ja, es ist vielleicht ein Vorteil für einen sehr guten Puncher, der sich absetzen kann. Und dann weniger seinem Gegner Zeit lässt, um eine Korrektur anzubringen. Also wenn jemand nicht so explosiv ist, hat er in diesem Jahr weniger Zeit, um eine Korrektur anzubringen. Ob das wirklich entscheidend sein wird, diese 2,7 Kilometer, das wage ich zu bezweifeln, denn alle wissen ja, worum es geht und alle haben sich darauf eingestellt. Die Spitzengruppe noch einmal mit dem Franzosen vorne, Bardet, Romain Bardet aus der Mannschaft d'Alge d'Isère, Fromberg. Das ist die nächste Steigung, die drittletzte. Dann kommt eben dieser Keutenberg und danach der Kauberg. Und Renndirektor Leo van Vliet, der sagte schon vor einigen Wochen, ja, ich erhoffe mir selbstverständlich durch diese Streckenänderung. Haben wir nochmal die Situation. Wer ist das? Fabian Wegmann und Giovanni Visconti, die dort diese Kurve nicht ganz gepackt haben. Visconti rutscht aus dem Pedal raus. Ja, und das ist natürlich ein Handicap, weil Visconti sicherlich einer der meistgenannten Favoriten ist. Wenn du so zurückgebunden wirst, dann musst du eben diesen Effort leisten. Du musst dann außen herum im Wind Position wieder gut machen. Wenn vorne jetzt die Post richtig abgeht, dann ist die Lücke zu den Vorderen schon recht groß. Und er hat ja im Team auch Valverde. Gut, der kann vorne abriegeln, der kann die Fahnen von Movistar hochhalten. Aber für Visconti ist das ein Handicap gewesen. Wir hoffen für ihn, dass er diese Korrektur tatsächlich anbringen kann. Also Renndirektor van Vliet hat gesagt, er hofft sich durch diese Streckenänderung, dass es dadurch eben etwas attraktiver wird, das Rennen auf diesen letzten gut 15 Kilometern. Und die haben wir jetzt dort oben auch links stehen. Vorsprung für die beiden Führenden gerade mal noch 19 Sekunden. Aber wenn man die Gruppe sieht, hier mit den Verfolgern, immer noch Philippe Gilbert in dritter Position, der Vorjahressieger, dann ist diese Gruppe doch noch relativ groß. Ja, sie ist schon noch recht groß. Vielleicht auch die Tatsache, dass eine größere Gruppe da lange vorausgefahren ist, hat ein bisschen die Initiativen zurückgebunden und Robert Kesing bekommt Schwierigkeiten. Also das ist genau das, was die Niederländer eben gar nicht haben wollen. Einer ihrer, nicht nur weil er ein Niederländer ist, sondern in diesem, man kann schon sagen, Nationaltrikot unterwegs ist. Robert Kesing fällt hier zurück, kann dem Tempo in dieser ersten Gruppe nicht mehr folgen. Und damit wird es schwierig werden, den Sieger zu stellen oder natürlich auch gute Resultate wie in den letzten Jahren herauszufahren. Robert Kesing war im letzten Jahr übrigens bester Niederländer als Neunter. Paul Martens, sein Teamkollege, im letzten Jahr Zehnter. Und Oscar Freire
Sechster. Aber das war im letzten Jahr. Letzte Sieger aus den Niederlanden 2001, Erik Dekker. Ganz toll, wie sich die zwei da wehren. Die Selektion hinten ist noch nicht herbeigeführt. Mauro Sant'Ambrogio versucht da das Rennen hart zu machen. Philippe Gilbert funkt mit seinem sportlichen Leiter. Greg van Avermaet in zweiter Position. Ja, wen ich sehr gut finde, ist dort unten Peter Sagan. Schau dir mal seinen Tritt an. Ja, auch Simon Gerrans. Ja. Sie sind alle in der Lauerstellung. Damiano Cunego, Valverde, alle schauen sie zu und warten auf den richtigen Moment, um eine Attacke zu starten. Könnte das jetzt auch sein, dass die sich sagen, Simon Gerrans zum Beispiel oder aber auch eben Peter Sagan, Mensch, Jungs da vorne von BMC, fahrt ihr ruhig mal das Loch zu, holt die beiden da vorne ein. Wir wissen ja sowieso, dass Philippe Gilbert noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Und wenn wir nachher am Kauberg sind, dann werden wir den Jungen mal absprechen. Das könnte durchaus eine Gedankenfolge der Gegner sein. Nur, das sind auch immer Vermutungen. Man weiß ja nicht genau, wie es steht. Ist Philippe Gilbert oder Greg Van Avermaet tatsächlich so stark, dass sie auch gewinnen können? Am Schluss, wenn man gewinnt, hat man immer alles richtig gemacht. Und wir sehen, dass die Sky-Mannschaft jetzt in die Offensive geht. Es ist klar, die Mannschaft, die arbeitet, die nimmt immer ein gewisses Risiko auf sich. Denn das Resultat ist ja nicht garantiert. Wenn man viel gearbeitet hat und das Resultat ist dann nicht dementsprechend, dann ist man enttäuscht. Edvard Boasson-Hagen gehört zur britischen Mannschaft. Thomas Löfqvist gehört dazu. Wer ist das hier? Nordtop? Nein, das ist Boasson-Hagen, oder? Jawohl, müsste sein, der Statur nach, der ja, sich also jetzt hier absetzt. Das ist Boasson-Hagen und so einen sollte man nicht wegfahren lassen. Der ist unheimlich tempofest, der kann eigentlich auf allen Terrains gewinnen. Gut, vielleicht ein kleiner Vorteil ist, dass wenn er dann aufschließt auf die zwei Jungen, die werden ihm nicht groß helfen können, denn die haben sicherlich schon alles gegeben. Immer noch ist es die BMC-Mannschaft, die das Rennen unter Kontrolle hält, bewusst. Offenbar ist es so abgesprochen mit der Teamleitung. Und auch hier sehen wir, Fahrkünste sind da gefragt. Nach 250 Kilometern fast muss man wirklich noch ganz klar sein, um diese Kurven schnell zu erwischen. Und das sind die zwei Jungen da vorne, die wirklich mächtig aufs Gas drücken. 13 Kilometer oben eingeblendet. Das ist der Solist, der Verfolger Edvard Boasson-Hagen aus Norwegen. Auch mit einer sehr starken Mannschaft, ohne Christian Knies, der ja am letzten Sonntag bei Paris-Roubaix im Einsatz war und dann auch rund um Köln bestritten hat bei diesen schlechten. Hatte genauso wie Dominik Klemme oder eben auch Danilo Hondo ziemlich schwere, dicke Beine von den Strapazen in den Tagen zuvor. Darf man auch haben, weil bei diesen Klassikern allerdings kann man wirklich bedenkenlos alles geben, was man hat. Man hat ja dann einige Tage Zeit, um sich zu erholen. Die Flash Wallon findet ja am Mittwoch statt und da wird zwischendrin nicht richtig trainiert. Für die, die fertig gefahren sind, die natürlich zwei Rennstunden weniger gehabt haben, die können dann schon etwas mehr machen. Aber die das Rennen fertig fahren, diese zwei Jungen zum Beispiel, die können sich dann wirklich erholen. Und jetzt kommen wir zum Keuteberg, bis zu 22% steil. Das ist der meines Wissens steilste Berg von Holland und der müsste jetzt zu einer Vorselektion führen. Ja, da denkt man immer, in den Niederlanden gibt es keine Berge, aber die gibt es dann eben hier unten in der Provinz Limburg. Dreiländereck hast du ja vorhin angesprochen. Wir sind gar nicht so weit von der belgischen und selbstverständlich auch nicht von der deutschen Grenze entfernt. Und jetzt geht es hier hoch bis zu 22%. Das eben nach gut 250 Kilometern. Das tut dann schon entsprechend weh. Und der US-Amerikaner zieht nochmal ziemlich flockig da hoch. Schauen wir mal dort hinten, wann die Verfolgergruppe kommen wird. Dort unten sehen wir noch einige Rennfahrer auf diesem flachen Abschnitt.
Die Weltmeisterschaft werden im September für die Berufsradfahrer in Maastricht gestartet. Da geht es dann über eine lange, ca. 100 Kilometer überwiegend flache Runde nach Falkenburg. Und dann kommt eben der Rundkurs, ähnlich wie beim Amstel Gold Rennen. Da geht es dann richtig zur Sache. Dort wird der Weltmeister ermittelt und heute wird zum 47. Mal der Sieger beim Amstel Gold Race. Irgendwie dort hinten, ja, Borsten Hagen ist eingeholt worden, ermittelt werden. Greg van Avermaet und sein Teamkollege Philipp Gilbert. Damiano Cunego dort hinten, auch sehr gut zu sehen. Gerrans etwas weiter zurück. Und hier nochmal der junge Franzose Romain Bardet. Ja, das könnte natürlich eine Situation sein, wenn sich Bardet da über die Kuppe rettet und hinten findet ein Beobachtungskampf statt, dass er sich noch ein bisschen vorne halten kann. Denn jetzt muss Greg van Avermaet, der Luxushelfer von Philipp Gilbert, die Arbeit machen. Hinten schauen sie zu, Peter Sagan, Rodriguez, Vöckler, alle sind sie da am Hinterrad und wir sehen, dass hier sicherlich eine Selektion stattfinden wird. Also normalerweise ist da die Grand Nation eine Radsportnation, aber hier beim Amstel Gold Rennen sind sie sicherlich nicht auf der Liste der erfolgreichsten Nationen. Zweimal gab es erst einen französischen Sieger, Bernard Hinault 1981, und der erste Sieger, damals lief das Rennen hier noch über 302 Kilometer, Jean Stablonski, er hat die erste Austragung gewonnen. Aber was für ein Sieg von Bernard Hinault 1981, an den Sprint mag ich mich immer noch erinnern. Von der 600 Meter Marke mit Jan Raas und Roger de Vlaeminck am Rad, die unter den besten Sprinter waren. Bis auf Tretlagerhöhe sind sie mit dem Vorderrad gekommen und nachher sind sie wieder nach hinten gespickt. Le Blaireau, der Dax, Bernard Hinault hat sie alle in die Schranken gewiesen. Ja, daher auch der Zimmername in unserem Hotel letzte Nacht. Ne? Leute, was geht vorne ab? Wir sehen hier die Verfolger, die jetzt abfallen, zurückfallen, mit dem Ausgang des Rennens nichts mehr zu tun haben. Das passiert vorne. Raymond Bardet aus Frankreich im Trikot von AG Dessert immer noch vorne. Ja, die kommen aber dort hinten, die werden ihn gleich auffressen. Wobei, so wie er hier fährt, ist das wirklich, wie sagte unser Kollege Klaus Angermann früher immer, Chapeau. Muss man da auch sagen, den Hut ziehen vor diesem jungen 21-jährigen Franzosen. Seit Rennkilometer 39 ist er an der Spitze. Klar waren einst noch 8 Weggefährten dabei, die hat aber dann wirklich mausetot gefahren und er bleibt am Ende übrig. Ja, und hinten ist es langsam geworden. Ja, das ist die Situation, die du gerade angesprochen hast. Die belauern sich und das Loch wird größer. Ja, und das sollte nicht lange anhalten. Vermutlich oben gibt es immer einen flauen Moment, denn alle schauen, wer ist noch dabei. Falls es nur große Favoriten sind, wird es langsamer. Aber irgendeiner wird sicherlich einen Helfer dabei haben, der das Tempo vorne bestimmen wird. Rodriguez geht raus, macht auch nichts. So, jetzt kommt gleich erstmal wieder eine Abfahrt. Das ist Joachim Rodriguez mit seinen Teamkollegen, die hier vorne sind. Und jetzt erneut wieder die Mannschaft Astana. Rodriguez hat sich ja hier eine spezielle Lackierung vom Radhersteller Canyon mitgeben lassen. Wir wissen ja aus den letzten Jahren, dass Canyon, als sie noch Sponsor bei Lotto waren, sowas sehr, sehr gerne macht. Auch bei Jürgen Vandenbroek und bei André Greipel. Und er hat hier nicht nur die katalanische Flagge auf sein Rad lackieren lassen, sondern auch die Hügel, den Kauberg, die Mauer von Huy am kommenden Mittwoch und natürlich die La Redoute, der Berg für Lüttich-Bastogne-Lüttich am nächsten Sonntag. Aber siehst du, Unterschiede gibt's. Alfred Neubauer, der mythische Silber.
Hand daar. Chavanel. Nog wat. Boah, wat zo hard. Sobre. Und die Schleck. Schleck. Für den dreifachen Weltmeister. Aber das ist etwas, was man immer wieder beobachtet. Bei den schnellen Leuten, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, versuchen sie die Rennen so zu gewinnen. Und wer weiß, vielleicht würde es heute klappen. Könnte das nicht auch eine taktische Variante sein? Denn Rodriguez ist hinten. Wir haben ja vorhin mehrfach darüber gesprochen, dass er ein sehr explosiver Rennfahrer ist und hier am Kauberg zuschlagen kann, um das Rennen dann zu gewinnen. Durchaus, aber ich glaube, die Katjuscha-Führung hätte nichts dagegen, wenn statt Rodriguez Oscar Freire gewinnen würde. Und auch für Oscar Freire wäre es natürlich ein absolutes Novum, dass er da das Ziel einer Klassik solo erreichen würde. Van Avermaet, da ist Philipp Gilbert, Peter Sagan. Links daneben dann Joachim Rodriguez, Teamkollege von Oscar Freire, der sich also dort vorne befindet. 6 Kilometer sind jetzt noch bis zum Ende. Aber Oscar Freire braucht da schon mindestens eine halbe Minute, 40, 45 Sekunden unten am Kauberg für die letzten. Aber er ist ein schlauer Fuchs, also der weiß, wie man sich die Rennen einteilt. Er ist nicht einer, der wirklich kopflos drauf brettern würde. Obschon er jetzt natürlich, um diesen Vorsprung halten zu können, doch ziemlich am Anschlag fahren muss. Und Oscar Freire ist einfach ein klasse Rennfahrer. Also einfach annehmen, dass er im letzten Aufstieg so viel verliert, ist bei so einem Mann wie Oscar Freire immer gefährlich. Im Bild Oscar Freire. 2 Siege in diesem Jahr. Seinen ersten feierte er bei der Tour Down Under im Januar und auch bei der Andalusien-Rundfahrt in Südspanien in diesem Jahr Etappensieger. Aber es ist schon nicht sein Metier hier allein im Wind draußen. Das mag er nicht so. Ist auch als Zeitfahrer. Die Mannschaft halten natürlich dagegen. Ja, aber die Frage ist, wie lange funktioniert das? Greg Van Avermaet kommt wieder nach vorne. Philipp Gilbert, der wird natürlich jetzt keine Führungsarbeit leisten, hält sich raus. Valverde sehen wir noch dort hinten rechts. Auch Fabian Wegmann ist dort zu sehen gewesen. Ja, das Schicksal liegt eigentlich immer in den Händen der Helfer. Denn hinten ist ja immer die Frage, wie viel Helfer hat ein großer. Jetzt sehen wir, ist es Greg Van Avermaet und vermutlich Ulissi für die Lambre-Mannschaft, die zwei, die dafür sorgen müssen,
dass Oscar Freire wiedergestellt wird. Falls nur noch Lieder vorne in der Verfolgergruppe sind, dann schieben sie einander die Verantwortung zu. Und falls sie nicht gemeinsame Interessen finden, dann wird das Rennen hinten langsam. Und so die Tatsache, dass Philippe Gilbert jetzt noch einen mit dabei hat, der das Tempo bestimmt, führt natürlich dazu, dass das Leben für Oscar Freire nicht unbedingt einfacher wird. Da haben wir Fabian Wegmann gerade gesehen. Und hier der Rest dieser Verfolgergruppe mit Thomas Dekker, Startnummer 51 aus den Niederlanden. Trotzdem, die Gruppe ist noch relativ groß. Ne? Sehr groß, ja. Das könnte. Wird die Abfahrt hinunter nach Falkenburg. Hier Oscar Freire, der übrigens als erster Spanier Paris-Tour gewonnen hat. Das war im Jahr 2010, der als erster Spanier überhaupt das grüne Trikot bei der Tour de France gewonnen hat. Das war im Jahr 2008. Und wenn ich mir so die Siegerliste hier bei diesem Rennen, dem Amstel-Gold-Rennen, anschaue, dann entdecke ich da sehr schnell, dass bisher noch kein Spanier gewonnen hat. Warum soll er nicht hier auch wieder mal der Erste sein? Ja, und das wäre ja nicht ein Zufallssieger, Oscar Freire. Weltmeister werden hier im September. Ja, das wäre der vierte Titel und ein absoluter Rekord. 4 Kilometer hat er noch. Oscar Freire vom russischen Team Katyusha. Sein Teamkollege Rodriguez, der lauert hinten und der kann natürlich der Joker werden für die Mannschaft, die geleitet wird von Hans-Michael Holzer, der allerdings bei wenig Rennen in diesem Jahr im Einsatz war, weder als Manager noch als sportlicher Leiter, so wie das einst beim Team Geroldsteiner war. Viele Arbeit am Schreibtisch zu Hause, die er dort erledigen musste. Mailand Sanremo war, glaube ich, eines der ganz wenigen. Hans-Michael Holzer direkt verfolgen konnte. Aber auf den Mann ist Verlass, Oscar Freire. Kennt man aus den Jahren von Rabobank. Ich habe ja vorhin schon über ihn gesprochen, über die Erfolge hier bei diesem Rennen, als er noch das Trikot von Rabobank trug. Aber heute sieht das anders aus. Im letzten Jahr war er Sechster. Ein Jahr zuvor, 2010, immerhin 14. Also sind schon sehr, sehr gute Resultate des dreimaligen Weltmeisters. 3 Kilometer. Kommt gleich die Abfahrt hinunter nach Falkenburg. Es ist alles trocken hier, auch wenn der Himmel ziemlich dunkel reinschaut. Das Ganze nicht so super schön ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Aber April ist April und der macht dann auch heute noch, was er will. Das weiß man ja. Aber solange das nicht anfängt zu regnen, gar zu schneien, wie man das ja schon erlebt hat. Ich denke da auch wieder an die Bilder von Lüttich, Bastoni, Lüttich, als Bernard Hinault das Rennen gewinnen konnte. Jetzt kommt Niki Terpstra. Jawohl, und hat gesehen, dass hinten die Verfolgung nicht so effizient ist, wie man sich das wünschen würde. Darum versucht er, sich abzusetzen gegen Windverhältnisse auf dieser Geraden. Und es geht leicht bergab. Oscar Freire wird sich die Beine ein bisschen schütteln können, bevor es in den Kauberg geht. Ich drücke ihm die Daumen zum Oscar, das ist klar. Niki Terpstra. Also zwischen dem Führenden und dieser großen Verfolgergruppe. Es gab schon einige Male Massensprints beim Amstel-Gold-Rennen, gerade als das Rennen eben in Maastricht zu Ende ging. Aber seit 2003 geht das Rennen am Kauberg zu Ende. Und das wird wohl nichts werden mit dem ersten spanischen Sieg durch die Person Oscar Freire. Aber es bleibt ja noch der nächste Spanier, nämlich sein Teamkollege Rodriguez. Das ist ein ganz gutes Bild. Der Kommissär schickt die Leute weg und gibt selber dem Oscar Freire Windschatten. Also da müsste er doch ein bisschen schauen, was er zuerst macht. Oscar Freire, 900 Meter ist der Kauberg lang. Also das ist nicht allzu lange. Eine große Korrektur in dieser Steigung kannst du nicht mehr anbringen. Aber ist ganz schön steil. Ja schon, aber eben, Oscar Freire ist nicht irgendeiner. Jetzt schauen Sie mal, jetzt kommt gleich dieser rote Bogen. Das ist dann eben der letzte Kilometer. Wird sehr stark signalisiert. Und dann eine Linkskurve, dann sind Sie quasi schon mitten in Falkenburg und quasi auch schon im Aufstieg. Das ist hier die Flamme Rouge, die 1000-Meter-Marke. Und dann geht es hinauf. Die letzten Meter für Oscar Freire, dort unten die Linkskurve. Hier
tobt der Bär nicht nur heute, wenn das Amstel Gold Race kommt, sondern natürlich auch im September, wenn hier die Weltmeisterschaften ausgerichtet werden. Oskar Frere, Niki Terpstra, das sind die ersten zwei. Und die letzte Steigung für den dreimaligen Weltmeister. Der Vorsprung ist eigentlich gar nicht so schlecht hier hinten. Philipp Gilbert, Greg van Avermaet, Rodriguez ziemlich weit zurück. Aber der Weg nach oben, der ist ja auch noch entsprechend lang. Oskar Frere ist drin und das hier unten ist der steilste Abschnitt. Wenn er die Unterführung, die Brücke, die Sie gleich sehen werden, erreicht hat, dann ist er eigentlich über den schwierigsten Abschnitt hinweg. Paris-Tours und auch das grüne Trikot bei der Tour de France. Und jetzt weiß Oskar Frere, dass er das Ding hier gewinnen kann. Der weiß aber auch, dass es jetzt richtig wehtut, dass hinten das Tempo gemacht wird. Philipp Gilbert, zweimaliger Sieger beim Amstel Gold Rennen, macht dort das Tempo mit Damiano Künigl, Jelle van Endert, Philipp Sagan sehen wir dort, Iglinski ebenfalls mit dabei und Oskar Frere immer noch vorne. Wir sind die Spanier jetzt aus dem Häuschen, wenn Oskar Frere kommt und es sieht nicht so miserabel aus. Jetzt kommt Gilbert mit dem richtigen Antritt. Van Endert, Sturz durch. Damiano Künigl, der fällt damit schon mal aus. Philipp Gilbert ist doch vorne. Jetzt steht der aber auch. Dort kommt Peter Sagan dahinter. Schleicht er sich ran, Damiano Künigl gestürzt und damit ist für ihn das Rennen beendet. Philipp Gilbert immer noch vorne. Wo ist Oskar Frere? Nein, das reicht nicht für Oskar Frere, das reicht nicht. Vielleicht noch 20, 30 Meter der Vorsprung. Jelle van Engert kommt da nochmal und es ist, schauen Sie mal, wie tot die sind. Jetzt kommt Van Endert, Iglinski. Gasparotto wollte ich sagen, Iglinski, der kommt da erst rein. Gasparotto, Entschuldigung, vor lauter Oskar Frere, Enrico Gasparotto. Jelle van Endert haben wir da noch gesehen. Hast du jetzt gesehen, wer Zweiter wurde, Van Endert oder Peter Sagan? Ich glaube, es ist Van Endert, aber das war ziemlich ein hektisches Finale. Wirklich ein Hitchcock-Finale. Und wer hätte das gedacht? Enrico Gasparotto gewinnt die, das Amstel Gold Race. Da haben wir die Bild. Früherer italienischer Meister, gerade noch mal Peter Sagan gesehen. Enrico Gasparotto für die Mannschaft Astana. Und er sorgt damit also für den nächsten, für den sechsten italienischen Sieg. Denn der letzte, das war Damiano Künigl 2008. Der ist gerade gestürzt in diesem heißen Finale.